real gefördert. Klimaschutz, der auf Innovation setzt, Jobs sichert und neue schafft. Stabile Renten für ein würdevolles Leben. Garantiert. Und ein, der das alles mit Erfahrung und Kompetenz als Kanzler durchsetzt. Aus Respekt für dich. Mit Kompetenz für Deutschland. SPD. Soziale Politik für dich. Wir müssen uns vor ihr nicht fürchten. Und wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben dafür einen guten Plan. Lasst uns gemeinsam dafür arbeiten, dass Deutschland seine Zukunft anpackt. Die SPD steht dafür bereit. Mein Anspruch an meine Arbeit ist es, Dinge besser zu machen, die Welt besser zu verlassen, als man sie vorgefunden hat. Das ist nicht nur das Motto der Pfadfinderinnen und Pfadfinder weltweit, sondern es steht auch für mich und meinen Weg in die Politik. Ich bin Falko Moors und seit 2017 für unsere Region, also für Helmstedt, Wolfsburg, Boldecker Land und Brome im Deutschen Bundestag. Die Arbeit in den letzten 4 Jahren bedeutete für mich vor allem Verantwortung für unsere Region und eben damit auch für Sie und für euch zu übernehmen. Wolfsburg ist weiterhin mein Wohnort und unsere Region meine Heimat geblieben. Ich bin hier geboren und zur Schule gegangen, habe meine Ausbildung gemacht, hier studiert und habe bei Volkswagen gearbeitet. Ich bin über die ehrenamtliche Arbeit für Kinder und Jugendliche in die Politik gekommen und das ist auch bis heute mein Herzensthema geblieben. Und deswegen bin ich weiterhin Vorsitzender vom Jugendhilfeausschuss in Wolfsburg. Für mich ist vollkommen klar, man kann Zukunft nicht einfach nur wollen und mit ehrgeizigen Zielen beschreiben. Es geht darum, dass man einen Plan hat, dass man Zukunft konkret gestaltet. Das ist für mich Verantwortung. Deswegen habe ich wichtige Themen für uns hier in der Region vorangetrieben. Es geht um Millionen für die Wendler Schleife, die wir geholt haben. 90 Millionen Euro für den Strukturwandel hier im Landkreis Helmstedt. Es geht darum, dass wir für die Automobilindustrie Perspektive und Zukunft schaffen. Das meine ich, wenn ich von Zukunft für unsere Region spreche. Die Arbeit im Deutschen Bundestag ist für mich eine große Ehre und vor allem auch eine große Verantwortung. Und der möchte ich mich weiterhin stellen. Ehrlich, zupackend, bürgernah. Ich bin Falko Moors und seit 2017 vertrete ich unsere Region, also den Landkreis Helmstedt, Wolfsburg, das Boldecker Land und Brome im Deutschen Bundestag. Politik heißt für mich, Verantwortung zu übernehmen und jeden Tag Dinge aufs Neue besser zu machen. Sowohl im Großen als auch konkret, im Detail, vor Ort. Bei uns in der Region spielt die Automobilindustrie eine entscheidende Rolle. Fast jede Familie und ihre Einkommen hängen irgendwie davon ab. Deswegen ist doch auch völlig klar, die Industrie muss sich vor dem Hintergrund des Klimawandels. So, das wäre einmal das Mikrofon. Aber wir müssen es eben so gestalten, ich möchte einmal ohne Mundschutz rein. Auf dem Rücken der Arbeitsplätze der Beschäftigten. Eins, check, eins, zwei, check, one, two. Ja, zack, läuft super. Und das gilt es eben umwelt- und klimagerecht zu gestalten. Für den Strukturwandel hier im Landkreis Helmstedt haben wir 90 Millionen Euro erkämpft. Aber das Geld kann eben nur der Anfang sein. Es geht darum, konkrete Ideen zu entwickeln und diese vor allem dann auch umzusetzen. Für den Sport vor Ort haben wir Millionen in Berlin erkämpft. Beispielsweise hier für den Sportplatz in Feldke oder auch in Rottdorf, in Helmstedt oder auch in Tappenbeck. Hier werden die Sportplätze saniert oder neu gestaltet. Auch für das Freibad hier in Grasleben haben wir Millionen für die Sanierung erkämpft. Denn der Sport vor Ort oder das Ehrenamt brauchen konkrete, bessere Rahmenbedingungen. Und solche Förderung gab es in der Vergangenheit nicht. Da gilt es jetzt hier für unsere Region anzuknüpfen. Auch der Ausbau der digitalen Infrastruktur wird vom Bund gefördert. Das betrifft zum Beispiel den Glasfaserausbau hier im Landkreis Helmstedt oder auch das 5G-Modellprojekt oder das Smart City in Wolfsburg. Mir ist es sehr wichtig, dass wir Menschen, die in der Pflege arbeiten, besser bezahlen und bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Erste Schritte sind gemacht,
mehr muss folgen. Das ist für mich eine klare Frage des Respekts. Kinder-, Jugend- und Familienpolitik sind immer auch mein Herzensthema geblieben. Und deswegen ist es unerträglich, in einem so reichen Land wie Deutschland Kinderarmut zu haben. Deswegen bin ich ganz klar für eine Kindergrundsicherung, die vor allem den Kindern und Familien am meisten hilft, die es auch am dringendsten nötig haben. Ich möchte gerne an die Erfolge für unsere Region und für Sie und euch anknüpfen. Dafür brauche ich eure und ihre Unterstützung bei der Wahl. Herzlichen Dank. Was ist eigentlich drin, wenn man die SPD wählt? Eine Gehaltserhöhung für 10 Millionen Beschäftigte durch 12 Euro Mindestlohn. Bezahlbare Mieten durch 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. 100.000 davon sozial gefördert. Klimaschutz, der auf Innovation setzt, Jobs sichert und neue schafft. Stabile Renten für ein würdevolles Leben. Garantiert. Und ein, der das alles mit Erfahrung und Kompetenz als Kanzler durchsetzt. Aus Respekt für dich. Mit Kompetenz für Deutschland. SPD. Soziale Politik für dich. Wir müssen uns früher nicht fürchten und wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben dafür einen guten Plan. Lasst uns gemeinsam dafür arbeiten, dass Deutschland seine Zukunft anpackt. Die SPD steht dafür bereit. Mein Anspruch an meine Arbeit ist es, Dinge besser zu machen, die Welt besser zu verlassen, als man sie vorgefunden hat. Das ist nicht nur das Motto der Pfadfinder und Pfadfinder weltweit, sondern es steht auch für mich und meinen Weg in die Politik. Ich bin Falko Moors und seit 2017 für unsere Region, also für Helmstedt, Wolfsburg, Boldeckerland und Brome im Deutschen Bundestag. Die Arbeit in den letzten 4 Jahren bedeutete für mich vor allem Verantwortung für unsere Region und eben damit auch für Sie und für euch zu übernehmen. Wolfsburg ist weiterhin mein Wohnort und unsere Region meine Heimat geblieben. Ich bin hier geboren und zur Schule gegangen, habe meine Ausbildung gemacht, hier studiert und habe bei Volkswagen gearbeitet. Ich bin über die ehrenamtliche Arbeit für Kinder und Jugendliche in die Politik gekommen und das ist auch bis heute mein Herzensthema geblieben. Und deswegen bin ich weiterhin Vorsitzender vom Jugendhilfeausschuss in Wolfsburg. Für mich ist vollkommen klar, man kann Zukunft nicht einfach nur wollen und mit ehrgeizigen Zielen beschreiben. Es geht darum, dass man einen Plan hat, dass man Zukunft konkret gestaltet. Das ist für mich Verantwortung. Deswegen habe ich wichtige Themen für uns hier in der Region vorangetrieben. Es geht um Millionen für die Wedler Schleife, die wir geholt haben. 90 Millionen Euro für den Strukturwandel hier im Landkreis Helmstedt. Es geht darum, dass wir für die Automobilindustrie Perspektive und Zukunft schaffen. Das meine ich, wenn ich von Zukunft für unsere Region spreche. Die Arbeit im Deutschen Bundestag ist für mich eine große Ehre und vor allem auch eine große Verantwortung. Und der möchte ich mich weiterhin stellen. Ehrlich, zupackend, bürgernah. Ich bin Falko Moors und seit 2017 vertrete ich unsere Region, also den Landkreis Helmstedt, Wolfsburg, das Boldecker Land und Brome im Deutschen Bundestag. Politik heißt für mich, Verantwortung zu übernehmen und jeden Tag Dinge aufs Neue besser zu machen. Sowohl im Großen als auch konkret, im Detail, vor Ort. Bei uns in der Region spielt die Automobilindustrie eine entscheidende Rolle. Fast jede Familie und ihre Einkommen hängen irgendwie davon ab. Deswegen ist doch auch völlig klar, die Industrie muss sich vor dem Hintergrund des Klimawandels verändern. Aber wir müssen es eben so gestalten, dass es nicht auf dem Rücken der Arbeitsplätze und der Beschäftigten ausgetragen wird. Deutschland ist ein Industrieland und muss es auch bleiben. Und das gilt es eben umwelt- und klimagerecht zu gestalten. Für den Strukturwandel hier im Landkreis Helmstedt haben wir 90 Millionen Euro erkämpft.
Aber das Geld kann eben nur der Anfang sein. Es geht darum, konkrete Ideen zu entwickeln und diese vor allem dann auch umzusetzen. Für den Sport vor Ort haben wir Millionen in Berlin erkämpft. Beispielsweise hier für den Sportplatz in Feldke oder auch in Rottorf, in Helmstedt oder auch in Tappenbeck. Hier werden die Sportplätze saniert oder neu gestaltet. Auch für das Freibad hier in Grasleben haben wir Millionen für die Sanierung erkämpft. Denn der Sport vor Ort oder das Ehrenamt brauchen konkrete, bessere Rahmenbedingungen. Und solche Förderung gab es in der Vergangenheit nicht. Da gilt es jetzt hier für unsere Region anzuknüpfen. Auch der Ausbau der digitalen Infrastruktur wird vom Bund gefördert. Das betrifft zum Beispiel den Glasfaserausbau hier im Landkreis Helmstedt oder auch das 5G-Modellprojekt oder die Smart City in Wolfsburg. Mir ist es sehr wichtig, dass wir Menschen, die in der Pflege arbeiten, besser bezahlen und bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Erste Schritte sind gemacht, mehr muss folgen. Das ist für mich eine klare Frage des Respekts. Kinder-, Jugend- und Familienpolitik sind immer auch mein Herzensthema geblieben. Und deswegen ist es unerträglich, in einem so reichen Land wie Deutschland Kinderarmut zu haben. Deswegen bin ich ganz klar für eine Kindergrundsicherung, die vor allem den Kindern und Familien am meisten hilft, die es auch am dringendsten nötig haben. Ich möchte gerne an die Erfolge für unsere Region und für Sie und euch anknüpfen. Dafür brauche ich eure und ihre Unterstützung bei der Wahl. Herzlichen Dank. Was ist eigentlich drin, wenn man die SPD wählt? Eine Gehaltserhöhung für 10 Millionen Beschäftigte durch 12 Euro Mindestlohn. Bezahlbare Mieten durch 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. 100.000 davon sozial gefördert. Klimaschutz, der auf Innovation setzt, Jobs sichert und neue schafft. Stabile Renten für ein würdevolles Leben. Garantiert. Und ein, der das alles mit Erfahrung und Kompetenz als Kanzler durchsetzt. Aus Respekt für dich. Mit Kompetenz für Deutschland. SPD. Soziale Politik für dich. Wir müssen uns vor ihr nicht fürchten. Und wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben dafür einen guten Plan. Lasst uns gemeinsam dafür arbeiten, dass Deutschland seine Zukunft anpackt. Die SPD steht dafür bereit. Mein Anspruch an meine Arbeit ist es, Dinge besser zu machen, die Welt besser zu verlassen, als man sie vorgefunden hat. Das ist nicht nur das Motto der Pfadfinder und Pfadfinder weltweit, sondern es steht auch für mich und meinen Weg in die Politik. Ich bin Falko Mors und seit 2017 für unsere Region, also für Helmstedt, Wolfsburg, Boldeckerland und Brome im Deutschen Bundestag. Die Arbeit in den letzten 4 Jahren bedeutete für mich vor allem Verantwortung für unsere Region und eben damit auch für Sie und für euch zu übernehmen. Wolfsburg ist weiterhin mein Wohnort und unsere Region meine Heimat geblieben. Ich bin hier geboren und zur Schule gegangen, habe meine Ausbildung gemacht, hier studiert und habe bei Volkswagen gearbeitet. Ich bin über die ehrenamtliche Arbeit für Kinder und Jugendliche in die Politik gekommen und das ist auch bis heute mein Herzensthema geblieben. Und deswegen bin ich weiterhin Vorsitzender vom Jugendhilfeausschuss in Wolfsburg. Für mich ist vollkommen klar, man kann Zukunft nicht einfach nur wollen und mit ehrgeizigen Zielen beschreiben. Es geht darum, dass man einen Plan hat, dass man Zukunft konkret gestaltet. Das ist für mich Verantwortung. Deswegen habe ich wichtige Themen für uns hier in der Region vorangetrieben. Es geht um Millionen für die Wedler Schleife, die wir geholt haben. 90 Millionen Euro für den Strukturwandel hier im Landkreis Helmstedt. Es geht darum, dass wir für die Automobilindustrie Perspektive und Zukunft schaffen. Das meine ich, wenn ich von Zukunft für unsere Region spreche. Die Arbeit im Deutschen Bundestag ist für mich eine große Ehre und vor allem auch eine große Verantwortung. Und der möchte ich mich weiterhin stellen. Ehrlich, zupackend, bürgernah.
Ich bin Falko Moors und seit 2017 vertrete ich unsere Region, also den Landkreis Helmstedt, Wolfsburg, das Boldecker Land und Brome im Deutschen Bundestag. Politik heißt für mich, Verantwortung zu übernehmen und jeden Tag Dinge aufs Neue besser zu machen. Sowohl im Großen als auch konkret, im Detail, vor Ort. Bei uns in der Region spielt die Automobilindustrie eine entscheidende Rolle. Fast jede Familie und ihre Einkommen hängen irgendwie davon ab. Deswegen ist doch auch völlig klar, die Industrie muss sich vor dem Hintergrund des Klimawandels verändern. Aber wir müssen es eben so gestalten, dass es nicht auf dem Rücken der Arbeitsplätze und der Beschäftigten ausgetragen wird. Deutschland ist ein Industrieland und muss es auch bleiben. Und das gilt es eben umwelt- und klimagerecht zu gestalten. Für den Strukturwandel hier im Landkreis Helmstedt haben wir 90 Millionen Euro erkämpft. Aber das Geld kann eben nur der Anfang sein. Es geht darum, konkrete Ideen zu entwickeln und diese vor allem dann auch umzusetzen. Für den Sport vor Ort haben wir Millionen in Berlin erkämpft. Beispielsweise hier für den Sportplatz in Feldke oder auch in Rottdorf, in Helmstedt oder auch in Tappenbeck. Hier werden die Sportplätze saniert oder neu gestaltet. Auch für das Freibad hier in Grasleben haben wir Millionen für die Sanierung erkämpft. Denn der Sport vor Ort oder das Ehrenamt brauchen konkrete, bessere Rahmenbedingungen. Und solche Förderung gab es in der Vergangenheit nicht. Da gilt es jetzt hier für unsere Region anzuknüpfen. Auch der Ausbau der digitalen Infrastruktur wird vom Bund gefördert. Das betrifft zum Beispiel den Glasfaserausbau hier im Landkreis Helmstedt oder auch das 5G-Modellprojekt oder die Smart City in Wolfsburg. Mir ist es sehr wichtig, dass wir Menschen, die in der Pflege arbeiten, besser bezahlen und bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Erste Schritte sind gemacht, mehr muss folgen. Das ist für mich eine klare Frage des Respekts. Kinder-, Jugend- und Familienpolitik sind immer auch mein Herzensthema geblieben. Und deswegen ist es unerträglich, in einem so reichen Land wie Deutschland Kinderarmut zu haben. Deswegen bin ich ganz klar für eine Kindergrundsicherung, die vor allem den Kindern und Familien am meisten hilft, die es auch am dringendsten nötig haben. Ich möchte gerne an die Erfolge für unsere Region und für Sie und euch anknüpfen. Dafür brauche ich eure und ihre Unterstützung bei der Wahl. Herzlichen Dank. Was ist eigentlich drin, wenn man die SPD wählt? Eine Gehaltserhöhung für 10 Millionen Beschäftigte durch 12 Euro Mindestlohn. Bezahlbare Mieten durch 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. 100.000 davon sozial gefördert. Klimaschutz, der auf Innovation setzt, Jobs sichert und neue schafft. Stabile Renten für ein würdevolles Leben. Garantiert. Und ein, der das alles mit Erfahrung und Kompetenz als Kanzler durchsetzt. Aus Respekt für dich. Mit Kompetenz für Deutschland. SPD. Soziale Politik für dich. Anspruch an meine Arbeit ist es, Dinge besser zu machen, die Welt besser zu verlassen, als man sie vorgefunden hat. Das ist nicht nur das Motto der Pfadfinder und Pfadfinder weltweit, sondern es steht auch für mich und meinen Weg in die Politik. Ich bin Falko Moors und seit 2017 für unsere Region, also für Helmstedt, Wolfsburg, Boldecker Land und Brome im Deutschen Bundestag. Die Arbeit in den letzten 4 Jahren bedeutete für mich vor allem Verantwortung für unsere Region und eben damit auch für Sie und für euch zu übernehmen. Wolfsburg ist weiterhin mein Wohnort und unsere Region meine Heimat geblieben. Ich bin hier geboren und zur Schule gegangen, habe meine Ausbildung gemacht, hier studiert und habe bei Volkswagen gearbeitet. Ich bin über die ehrenamtliche Arbeit für Kinder und Jugendliche in die Politik gekommen
Und das ist auch bis heute mein Herzensthema geblieben. Und deswegen bin ich weiterhin Vorsitzender vom Jugendhilfeausschuss in Wolfsburg. Für mich ist vollkommen klar, man kann Zukunft nicht einfach nur wollen und mit ehrgeizigen Zielen beschreiben. Es geht darum, dass man einen Plan hat, dass man Zukunft konkret gestaltet. Das ist für mich Verantwortung. Deswegen habe ich wichtige Themen für uns hier in der Region vorangetrieben. Es geht um Millionen für die Wedler Schleife, die wir geholt haben. 90 Millionen Euro für den Strukturwandel hier im Landkreis Helmstedt. Es geht darum, dass wir für die Automobilindustrie Perspektive und Zukunft schaffen. Das meine ich, wenn ich von Zukunft für unsere Region spreche. Die Arbeit im Deutschen Bundestag ist für mich eine große Ehre und vor allem auch eine große Verantwortung. Und der möchte ich mich weiterhin stellen. Ehrlich, zupackend, bürgernah. Ja, lieber Olaf, herzlich willkommen im Hallenbad in Wolfsburg, herzlich willkommen in Wolfsburg. Schön, dass du heute bei uns bist. Das war dein Applaus und ich habe eben schon beim Reinkommen gesagt, ich habe in diesem Becken hier mal schwimmen gelernt. Ich finde, das ist Freischwimmer gemacht. Ich finde, das ist ein gutes Omen für den zukünftigen Bundeskanzler, dass du heute bei uns hier in Wolfsburg in diesem Schwimmbad bist. Lieber Olaf, herzlich willkommen an dich. Ein ganz herzliches Willkommen natürlich auch an dich, liebe Daniela Cavallo, als erste Frau an der Spitze des Konzern- und Gesamtbetriebsrats bei Volkswagen. Ich habe dich immer als jemand mit sehr klarer Stimme, als Interessenvertreterin für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erlebt. Vielleicht im Ton etwas anders als dein Vorgänger, aber ich glaube, du tust uns allen sehr gut. Schön, dass du die erste Frau an der Spitze des Betriebsrats bist. Schön, dass du die Stimme für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Volkswagen bist. Und herzlich willkommen hier. Und ich gucke mal so ein bisschen durch die Reihen, wen ich zumindest noch mit hier am Anfang gleich begrüßen möchte. Natürlich einmal den dann die letzten Tage noch amtierenden Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg, Klaus Mohrs. Herzlich willkommen. Mit dann ich bin fest überzeugt der Nachfolgerin, aber jetzt noch Oberbürgermeisterkandidatin. Liebe Iris, natürlich auch an dich herzlich willkommen. Und es gibt ja, das will ich gleich mal an der Stelle sagen, weil mich das gestern doch an einigen Stellen sehr geärgert hat, einige Parallelen. Die Wolfsburger CDU scheint sich von der Panik, aber ehrlicherweise auch den Fake News und dem unterirdischen Niveau der Bundes-CDU in Laschet einiges abgeguckt zu haben und ihre Kampagne hier ehrlicherweise sehr unterhalb jedes Niveau und Inhalts zu fahren. Aber liebe Iris, wir lassen uns davon genauso wenig irre machen wie Olaf auf Bundesebene. Wir gewinnen hier auch die Stichwahl. Schön, dass du mit hier bist, Iris. Dann habe ich Jan Fricke gesehen als Landratskandidat von uns im Landkreis Helmstedt. Lieber Jan, ich freue mich total, dass wir dann hoffentlich nach Sonntag gemeinsam hier die Geschicke auch für den Landkreis Helmstedt mitgestalten. Auch wir werden die Stichwahl gewinnen. Alles Gute und das schaffen wir am Sonntag. Und ich freue mich noch auf eine neue Kollegin, da bin ich mir auch sicher, liebe Dunja, du bist im benachbarten Salzgitter-Wolfenbüttel die Kandidatin für den Wahlkreis für den Deutschen Bundestag. Du bist eine starke Stimme für Frauen, für deine Region, aber für uns alle bisher im Landtag gewesen. Und ich bin total froh, dass du dort Kandidatin und ich bin mir sehr sicher, ab nächste Woche auch Kollegin bist. Schön, dass du auch hier mit bist, liebe Dunja. Und eine Kollegin ist schon
mit dabei, liebe Chance Kieselteppe. Schön, dass du auch heute mit hier bist aus Berlin. Für die AFA, aber auch in deiner starken Verbundenheit zu Volkswagen, zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und der IG Metall. Schön, dass du auch mit da bist, liebe Chance. So, und jetzt würde ich vorschlagen, ich begrüße noch so zwei, drei Namen mehr und wir klatschen einmal am Ende, sonst kommen wir zu dem Rest nicht mehr. Als Unterbezirksvorsitzende und Landtagsabgeordnete an beiden Stellen, bei dem einen muss man sagen noch, ab nächste Woche wird sich das wahrscheinlich auch ändern, begrüße ich aber ganz herzlich dich, liebe Immaculata Glosemeier, und dich, lieben Jörn. Schön, dass ihr mit da seid. Und stellvertretend für alle Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und Betriebsräte hier würde ich zumindest ein paar noch erwähnen wollen. Gerardo Scarpino als stellvertretenden Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats bei Volkswagen, Dietmar Schilf als Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, Matthias Diesterheft als einer der Geschäftsführer der IG Metall Verwaltungsstelle hier in Wolfsburg, Adriana Gilbo als Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung von Volkswagen, Florian Hirsch, dir auch erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch als neuer Vorsitzender der Vertrauenskörperleitung bei Volkswagen. Schön, dass du mit einer ganzen Reihe hier auch aus der VKL heute mit da bist. Herzlich willkommen und Glückwunsch auch an dich. Und es ist eben, wir haben das eben schon mal deutlich gemacht, nicht egal, wer hier vor Ort Verantwortung trägt und wer auf Bundesebene Verantwortung trägt. Lieber Olaf, du hast, und das war nun wirklich ein Garant in den letzten Monaten als Bundesarbeitsminister noch, das Instrument der Kurzarbeit und des Kurzarbeitergeldes in Deutschland eingeführt. Etwas, wo in der Spitze fast 7 Millionen Menschen in Deutschland in den letzten Monaten darauf vertrauen konnten. Du hast als Bundesfinanzminister dafür gesorgt, dass wir eben nicht nur die richtigen Instrumente, sondern auch das Geld haben, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Arbeit zu lassen, um Unternehmen zu stabilisieren. Und du hast eben bewiesen, dass es nicht nur darauf ankommt, dass man Verantwortung tragen möchte, sondern dass man sie dann auch trägt, wenn sie vor einem liegt. Und dafür wirklich mal im Namen von vielen, 100.000 oder Millionen Menschen in diesem Land, herzlichen Dank für das, was du in dieser Krise für uns alle in diesem Land hier gemeistert hast. Und du bist bei all dem, was wir auch gerade an Schmutzkampagne erleben müssen, souverän, klar, mit einer klaren Vorstellung, wie Zukunft zu gestalten ist, wie wir es schaffen, dass sich Industrie, die sich verändern muss in den nächsten Jahren, aber so verändert, dass die Guten, die gut bezahlten, die tariflich abgesicherten Arbeitsplätze erhalten bleiben in der Industrie, in der Zulieferindustrie, über die gesamte Kette, dass wir neue und gute Wertschöpfung hier ansiedeln. Lieber Olaf, deswegen ist es schön, dass wir mit dir und mit Daniela heute Morgen hier über die Zukunft von Arbeit sprechen können. Du hast wirklich einen klaren Blick auf das. Du warst selber, du hast es ja schon mehrfach auch erwähnt, Arbeitsrechtler. Insofern kennst du viele der Schicksale aus deiner alltäglichen Arbeit. Du bist eben jemand, der nicht von oben aus der Metaebene draufschaut, wie es eigentlich Menschen geht, sondern das erlebt. Lieber Olaf, ich bin mir sicher, du bist der Richtige mit dem klaren Verstand, der klaren Standfestigkeit, die wir als Deutschland, als ein wichtiges Land in Europa brauchen, um uns nach außen zu repräsentieren, nach innen ins Land stark zu organisieren, mit einer klaren Zukunftsperspektive. Lieber Olaf, schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen nochmal. Ich freue mich auf die Diskussion. Und würde kurz, damit Sie alle und damit ihr alle einen Ablauf so ein bisschen zur Orientierung habt, zuerst mal Daniela das Wort übergeben, auch aus deiner Perspektive als Betriebsrätin hier uns einen Blick auf die Zukunft der Arbeit, wie du das, wie die Beschäftigten von Volkswagen das sehen, zu werfen und danach an Olaf übergeben. Aber erstmal, liebe Daniela, hast du das Wort. Herzlichen Dank. Ja, lieber Olaf, lieber Falco, vielen Dank, dass ich heute Teil dieser Veranstaltung sein darf. Liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass Olaf bei seinem sehr strengen Wahlprogramm und vielen Terminen es trotzdem dir sehr wichtig gewesen ist, auch nach Wolfsburg zu kommen, weil ich glaube, das ist auch nochmal eine sehr gute Wertschätzung auch für uns hier in Wolfsburg und natürlich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bei Volkswagen arbeiten. Und ich drücke dir natürlich ganz doll die Daumen, dass das dann auch funktioniert und wir dich vielleicht dann auch mal als Bundeskanzler auf einer Betriebsversammlung begrüßen können, wenn wir sie dann auch wieder machen dürfen. Im Moment ist das ja leider nicht möglich. Ja, du warst letzte Woche unter anderem bei unseren Gewerkschaftskolleginnen und Kollegen in Baden-Württemberg und umso mehr freut mich das, dass wir heute hier zusammen in Wolfsburg sind und mit dieser Veranstaltung natürlich auch gemeinsam ein Zeichen setzen.
Weil ich weiß, wie gesagt, dass dein Zeitplan sehr eng ist, möchte ich heute ein paar kurze Impulse nennen. Die sogenannte Transformation der Industrie, also ganz konkret der teils massive Wandel der Aufgaben in unserer Arbeitswelt, ist seit Jahren in aller Munde. Häufig wird aus meiner Sicht in vielen Medien- und Fachleuterunden darüber sehr leichtfertig gesprochen. Man könnte meinen, dass im Zeichen des Klimawandels auch die Empathie für die Beschäftigten unserer Branche ein Stück weit verloren geht. Quasi alt gegen neu. Aber die Transformation bedeutet für unsere Kolleginnen und Kollegen ganz konkrete Veränderungen. Wir wachen eben nicht morgens auf und alles ist neu. Das ist nicht abstrakt. Und eine Transformation kann nur mit Verlässlichkeit gelingen. Denn wenn sich der Alltag unserer Kolleginnen und Kollegen ändert, dann braucht das viel Mut. Und für dieses mutige Anpacken braucht es eben auch Sicherheiten. Daher unterstütze ich dich sehr ausdrücklich in deinen Forderungen, dass der Staat zukünftig verlässlichere, sichere und erreichbare Rahmenbedingungen für diese Transformation schaffen muss, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Das hat übrigens auch sehr viel mit Respekt zu tun, was ja ein Kern deiner Kampagne auch ist. Wir bei Volkswagen haben eine Beschäftigungssicherung bis 2029 und eine Strategie, wohin sich das Unternehmen ausrichten soll. Diese unternehmerischen Sicherheiten hätten auch gerne viele Kolleginnen und Kollegen in anderen Großbetrieben und vor allem in den vielen tausend Zuliefererbetrieben. Als IG Metallerinnen und IG Metaller unterstützen wir, wo es nur auch geht, jenseits auch unserer Werkszäune. Ich bin jedoch in Sorge, weil ich mitbekomme, dass sich viele Betriebe noch gar nicht oder nur sehr unzureichend auf den Weg in die Transformation gemacht haben. Hier muss in den nächsten Jahren sehr viel mehr passieren. Die Transformation stellt die Betriebe vor ganz unterschiedliche Herausforderungen. Einfache Antworten und Lösungen gibt es hier nicht. Jeder Betrieb benötigt andere Unterstützung. Und das meint nicht nur immer den Ruf nach mehr Geld. Hier sind auch Netzwerke und Partnerschaften wichtig. Dazu gehört auch der vertrauensvolle Austausch zwischen Betrieben, Gewerkschaften, Betriebsräten und der Politik. Aber natürlich sind auch gute finanzielle Rahmenbedingungen weiter notwendig für Ausbildung und Qualifizierung, um die Kolleginnen und Kollegen auf die neuen Tätigkeiten bestmöglich vorzubereiten. Aber auch für den Aufbau einer guten und sehr flächenden Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität. Deutschland ist im europäischen Vergleich gut unterwegs, aber natürlich noch lange nicht am Ziel. In ganz Europa muss da noch mehr passieren, damit auch zukünftig man mit seinem Auto nach Frankreich, Spanien oder besonders Italien problemlos fahren kann. Und ich denke an die riesigen Zukunftsinvestitionen der Unternehmen, wie zum Beispiel zum Thema Batteriefabriken. Diese sollten noch viel mehr durch staatliche Beihilfen unterstützt werden können. Ich weiß, das ist auch ein europäisches Thema, aber es muss eben auch weiter angeschoben werden, damit wir auch Industriearbeit in Deutschland und in Europa halten können. Auf dem Parteitag der SPD Niedersachsen habe ich gesagt, ich darf mich hier mal selbst zitieren, ich möchte mir nicht ausmalen, was mit den Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern passiert, wenn die SPD nicht mehr Teil einer Bundesregierung sein sollte. Ich bin mir sehr sicher. Ich bin mir sehr sicher, dass das Soziale in der Bundesregierung verloren gehen würde. Auch die Grünen würden das nicht kompensieren. Und ihr habt mit Olaf Scholz einen Spitzenkandidaten, der wie ihr darauf achtet, dass die Interessen ausgewogen sein müssen, gerade auch in Sachen der Transformation der Industrie. So, lieber Olaf, diese Aussage von mir gilt natürlich immer noch und gerade auch auf die letzten Meter in dem Endspurt des Wahlkampfs. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei, natürlich auch Falco und der Iris Bothe am nächsten Sonntag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schönen Dank für die Einladung. Schönen Dank auch für die Einladung an diesen Ort.
Wir haben uns ja über das Schwimmenlernen gerade schon unterhalten. Ich musste mich jetzt erinnern, wie es bei mir war. Das war ein Schwimmbad, das ich jedenfalls als weitgehend ohne Fenster erinnere. Und das war schwer, als ich den Frei- und Fahrtenschwimmer da in der Hitze eines verchlorten Bades irgendwie erkämpfen musste. Aber es war immer der einzige Sport, den ich als Jugendlicher hingekriegt habe. Insofern ist das ja auch ganz gut. Also ich freue mich, dass wir hier alle zusammen sein können und über die wahrscheinlich wichtigste Frage sprechen können, nämlich wie geht das weiter mit der industriellen Zukunft Deutschlands? Wir stehen ja ganz gut da, wenn wir uns international vergleichen. Ob man das nun daran festmacht, dass wir ein großes Exportland sind oder die industrielle Stärke Deutschlands, die unverändert uns ja von vielen, vielen anderen Ländern unterscheidet, betrachtet. Das ist ja was Besonderes. Wer nach Großbritannien oder Frankreich, zwei große Länder in Europa, schaut, sieht, dass Industrie dort auch eine Rolle spielt, aber nicht so sehr, wie das bei uns der Fall ist. Und dass wir das verteidigt haben, dass das eine Rolle spielt, das ist natürlich etwas ganz, ganz Besonderes für unser Land. Und trotzdem ändert sich was, was jeder und jede spürt, wahrscheinlich auch jeder Kollege und jede Kollegin bei Volkswagen und noch viel mehr bei all den Zuliefererunternehmen. Ein bisschen das Gefühl, dass das, was wir können, die anderen nicht können, das uns ja wahrscheinlich noch in den 70er und 80er Jahren ganz gut getragen hat, das ist verloren gegangen. Denn der Wiederaufstieg Asiens, und damit meine ich ausdrücklich nicht nur Chinas, und das, was uns bevorsteht und worauf wir hoffen dürfen in Afrika und im Süden Amerikas, das ist ja auch mit der Botschaft verbunden, da sind jetzt Milliarden, die sind vielleicht nicht ganz so weit an jeder Stelle, aber doch ziemlich dicht dran an den Fähigkeiten, die wir auch haben. Und deshalb muss man was dafür tun, dass wir sicher sein können, dass in 10, in 20, in 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze da sind und dass wir uns nicht traurig den Wohlstand auf anderen Kontinenten anschauen. Aus meiner Sicht gibt es daraus ein paar Schlussfolgerungen zu ziehen, die jetzt für unsere Politik und für das, was zu machen ist, sehr, sehr wichtig sind. Das Erste ist, wir müssen immer vorne dabei sein. Denn wenn wir technologisch nicht die Spitze abbilden in den Bereichen, wo wir etwas können, dann wird es auf Dauer auch nicht gelingen, dass wir eine Möglichkeit haben, damit im weltweiten Wettbewerb erfolgreich sein zu können. Und darum, glaube ich, gehört schon dazu, dass wir eine Tradition bewahren, die Deutschland, ich glaube schon sehr auch wegen der Gewerkschaften und auch der Sozialdemokratischen Partei, eigentlich seit dem 19. Jahrhundert in der Debatte zwischen Unternehmen und ihren Beschäftigten geprägt hat. Nämlich eigentlich eine Haltung, immer auf den technischen Fortschritt zu setzen, seine Möglichkeiten auszukosten und zu gucken, dass man das dann so schnell und so gut macht, dass man davon auch profitiert, dass man gewissermaßen vorne dabei ist. Und das, glaube ich, gilt für die Zukunft auch. Wir müssen sicherstellen, dass das so ist. Deshalb brauchen wir auch weiter hohe Aufwendungen für Forschung und Entwicklung in Deutschland und müssen dafür sorgen, dass die Universitäten, dass die Schulen, dass die Ausbildungsstätten, die Berufsausbildung, dass die Möglichkeiten, Ingenieur oder Ingenieurin zu werden, all das, was wichtig ist, auch in Deutschland weiter eine so große Rolle spielt und eher noch mehr. Wie sehr das die Grundlage auch ist, viel mehr als man denkt, des Erfolgs unserer Volkswirtschaft, kann man in internationalen Vergleichen anschauen. Wenn man nämlich mal guckt, wie viel Geld wird ausgegeben für Forschung und Entwicklung, ist das Ranking ziemlich klar, die USA vorne, klar. Zweitens China, nicht so verwunderlich, die sind ziemlich viele. Dann kommt Japan, auch ein Land, so ähnlich wie wir in bestimmter Hinsicht, aber ein paar mehr Einwohner. Und dann kommen wir. Aber wenn man mal den Vergleich, der ja nicht ganz unwichtig wäre, machte zwischen Europa und den USA und China, dann würde man feststellen, dass das schon nicht mehr funktioniert. Denn Europa müsste, wenn es so viel Geld für Forschung und Entwicklung privat und an Universitäten, in Unternehmen und in Forschungseinrichtungen ausgäbe, wie das Deutschland machte, etwa 600 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung ausgeben, liegt aber knapp bei der Hälfte im Gegensatz zu China und den USA. Und das ist, glaube ich, der Punkt, über den wir immer reden müssen und den wir immer verstehen müssen, wenn wir über Zukunft reden. Es geht schon darum, technologisch spitze zu sein und das muss immer Teil von Politik sein. Wenn wir also jetzt über so ein abstraktes Wort, das wahrscheinlich vielen Leuten auch Magenbeschwerden macht, wie Transformationen reden, dann muss eigentlich dieser Gedanke dahinter sein, dass wir auf alle Fälle den Zug nicht verpassen, um es einfach so zu sagen, und das auch hinkriegen. Bei der Automobilindustrie, aber auch bei vielen anderen Zweigen geht es jetzt also darum, bei der nächsten Welle, bei dem, was jetzt kommt, das zu ermöglichen. Und ich finde, man kann jetzt an dieser Stelle nach allem hin und her und nach allen Schwierigkeiten sagen, da ist doch erkennbar, dass das gelingen kann,
dass die Unternehmen investieren in elektrifizierte Mobilität, dass sie damit die Möglichkeit schaffen, dass das tatsächlich so ist, dass wir technologisch vorne dabei sind und dass, wenn über die Frage, wer kann mit seinen Produkten auf den Weltmärkten überzeugen, auch die Chance besteht, dass die deutschen Automobilindustrieunternehmen, die Zuliefererfirmen, alle, die hier sind, das auch wirklich hinkriegen. Manche diskutieren, aber das ist jetzt egal, ob das zu langsam gegangen ist, ob man schneller hätte anfangen müssen, aber real, jetzt ist es soweit. Und vielleicht darf man das mal sagen, den einen Kick, dass es klappt, den hat es von der SPD gegeben. Denn eigentlich waren, glaube ich, Management und Belegschaften, jedenfalls viele davon, schon der Meinung, wir müssten mal diese Kurve kriegen. Aber verkaufen wir die Autos auch? Und durch die Innovationsprämie, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, um die Krise zu bekämpfen, ist eigentlich dieser Schalter in Deutschland einmal umgelegt worden, sodass jetzt eigentlich klar ist, das wird funktionieren. Und die Geschwindigkeit, mit der das geschieht, die sollte und darf man, glaube ich, gar nicht unterschätzen. Wer sich so ein bisschen mit Industriegeschichte auskennt, der weiß, in den USA haben die knapp 30 Jahre gebraucht für die Durchsetzung des Automobils. Und zwar mit einem Land ohne Straßen, die so waren, wie man einen Highway heute kennt. Den hatten die dann und die Mineralölindustrie dazu mit den Tankstellen und die Autos. Die waren auf dem Niveau, wo wir in den 60er Jahren waren, schon damals. Aber das ist jetzt eigentlich nur ein Hinweis darauf, das geht dann ganz schnell, wenn es geht. Und darum ist es so wichtig, dass dieser Schritt jetzt gemacht ist und wir aber alles dafür tun, dass das gut funktioniert. Das hat nämlich Konsequenzen. Wir müssen bei den Sachen, um die es dann in der neuen Produktion geht, auch viel haben in Deutschland und Europa. Batterien, Produktion und alle Facetten, die dazugehören, hast du angesprochen. Und natürlich gehört im europäischen Kontext Förderpolitik dazu, aber auch die gemeinsame Entscheidung, dass es solche Investitionen hier in Deutschland und Europa gibt, damit das nicht alles importiert werden muss und dass diese technologischen Kerne dann auch hier mit verstanden werden. Denn manchmal geht es ja gar nicht nur um die Fabrik, in der das produziert wird, sondern dass da drumherum Leute das entwickeln, dass sich ein Netzwerk von Zulieferern bildet und dort wieder neue Entwicklungen stattfinden und sich das wechselseitig verstärkt. Und das gilt auch für die Fragen, die jetzt für die neuen Autos wichtig werden. Halbleiter. Ich meine, was für eine Entscheidung, die immer hätte anders ausfallen können, die Produktion nicht in dem Ausmaße in Deutschland zu stärken und zu etablieren, wie es immer gegangen wäre. Und wir haben ja verändert in Deutschland Unternehmen, zum Beispiel die, die die Maschinen bauen können, mit denen man die Chips herstellt. Oder zum Beispiel die Unternehmen, die auch selber sowas machen mit speziellen Bereichen, in denen sie erfolgreich sind mit der Halbleiterproduktion. Aber wir müssen es jetzt hinkriegen, dass das einen neuen Schub kriegt, damit wir nicht plötzlich Lieferprobleme kriegen und Kurzarbeit eingesetzt werden muss, weil man nicht kriegt, was man für die Produktion braucht. Aus meiner Sicht ein richtiges Problem. Und das alles zu verstehen und sich darum zu kümmern, dass das insgesamt geschieht, das ist, glaube ich, die Aufgabe, wo ein engen Zusammenspiel von Industrie, Betriebsräten und Politik dafür gesorgt werden muss, dass das jetzt klappt. Wir leiden immer ein wenig an den Entscheidungen in Europa, aber heimlich wissen wir, sie sind sehr gut. Ich meine gar nicht die einzelne, sondern dass es sie gibt. Und warum? Volkswagen oder Mercedes oder BMW würde für den deutschen Markt keine Elektroautos entwickeln. Dafür sind wir zu wenige. Es müsste und muss immer einen Rahmen geben, wo ganz Europa die nächste Größenordnung ist, an die man denkt. Und wenn jetzt die EU-Kommission darauf kommt, dass sie das mit den CO2-Emissionen zwar bedenken kann, aber irgendwie dann sagen muss, theoretisch müsste dann auch überall eine Ladesäule zu finden sein, dann hat sie was verstanden. Aber das ist natürlich auch der Kern, der dazu notwendig ist, damit eine solche Veränderung tatsächlich funktioniert. In Deutschland müssten wir das übrigens auch verstehen, du hast da freundlicherweise darauf hingewiesen, wir müssten eigentlich 2000 Ladesäulen pro Woche errichten. Wir sind irgendwie Ladepunkte, wir sind nicht mal bei 1000 im Monat. Das ist nicht das Tempo, das man braucht, wenn man tatsächlich eine solche Veränderung in einem Land organisieren will. Und das ist auch der Hinweis auf ein Thema, das bei dieser Gelegenheit immer diskutiert wird. Wer soll das alles bezahlen?
Das meiste, worüber wir hier reden, wenn wir über Veränderung sprechen, das meiste sind privatwirtschaftliche Investitionen. Also die Automobilkonzerne investieren zig Milliarden über die nächsten Jahre, wenn man alles zusammenrechnet, was angekündigt ist. Das sind private Investitionen. Und auch die Batteriefabriken, selbst wenn wir Förderung haben, sind private Investitionen. Und das, was wir brauchen, das Stromnetz, das sind private Investitionen. Windkraft auf hoher See, an Land, die Übertragungsnetze. Und das, was wir auch noch brauchen nebenbei in einem anderen Feld, Mobilfunknetze und Gigabit-Gesellschaft, das sind private Investitionen. Aber wir müssen sie möglich machen, indem wir den richtigen Rahmen dafür schaffen und dass wir da, wo wir dann mal gefragt sind als Staat, dann auch stehen. Also was die Fördermöglichkeiten betrifft oder was zum Beispiel den Ausbau der Ladeinfrastruktur betrifft. Das ist der Teil, für den wir eine besondere Verantwortung haben. Und da darf das nicht so langsam gehen, wie das jetzt in Deutschland geht. Das gehört dann zu einer solchen Veränderung auch dazu. Also, das will ich sagen, wir haben eine Chance, dass das gut ausgeht. Und darauf will ich auch hinaus. Denn ich habe ja angefangen mit der Frage, es sind sich viele nicht mehr so sicher, ob das gut ausgeht. Für einen selbst oder für einen, der so ist wie man selbst oder die Kinder oder die Enkel. Und wenn wir diese Botschaft verankern können, dass wir, wenn wir das tatkräftig anpacken, sicherstellen können, dass es gut ausgeht hier in Deutschland oder Europa mit unserer wirtschaftlichen Zukunft, dann haben wir schon sehr, sehr viel geschafft. Was wir auch verstehen müssen, ist, dass natürlich das dann jeweils ganz unterschiedlich sich auswirkt. Also die großen Unternehmen, die werden es schon schaffen. Was ist mit den Zulieferern? Und ich finde, das ist gut, dass, wie du sagst, ihr nicht nur bis zum Werkzaun guckt, sondern dahinter. Und da sind natürlich die größten Veränderungen zu sehen. Das wird auch die größte Anstrengung erfordern, eine Perspektive zu entwickeln, dass auch in den Zuliefererunternehmen gute Möglichkeiten entstehen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir übrigens weitgehend angeregt von der IG Metall, muss ja auch mal gesagt werden, in der konzertierten Aktion Mobilität durchgesetzt haben, dass es jetzt diese Möglichkeit der Unterstützung für solche Veränderungen gibt. Also zum Beispiel viel Geld, das eingesetzt wird, damit wir regionale Netzwerke schaffen können. 30 Stück sind geschaffen worden, die sich natürlich an diese Strukturen um die großen Unternehmen herum richten. Zum Beispiel, indem wir Strukturen etabliert haben, wo es um neue Technologien geht und was die Digitalisierung betrifft. Und zum Beispiel, indem wir gesagt haben, die Qualifizierung von Beschäftigten gehört dazu. Und das wird aus meiner Sicht eine der ganz entscheidenden Weichenstellungen für die Zukunft sein. Machen die Unternehmen das so, dass sie sagen, okay, wir machen es jetzt anders. Da bauen wir jetzt sinnbildlich eine Fabrik nebenan auf, da kommen andere Leute rein und die anderen gehen raus in der Fabrik, die bisher gearbeitet haben. Oder sagen wir, wir können von den Leuten in der Halle bis zu den Ingenieurinnen und Ingenieuren, wir können Veränderungen bewirken, die bedeuten, dass diese Leute dabei sind, wenn die neuen Dinge auch entwickelt werden. Aber das setzt natürlich voraus, dass man auf die eigenen Mitarbeiter setzt und dass Qualifizierung eine Rolle spielt. Und auch da kann ein gutes Gemeinwesen ein Partner sein, indem wir nämlich möglich machen, dass Qualifizierung gefördert wird auf die verschiedensten Weisen, die uns dazu einfallen, damit alle sich an diese große Aufgabe machen und keiner Angst vor der Zukunft haben muss. Denn das ist, glaube ich, das, was viele wirklich umtreibt. Kann man da sicher sein, dass es gut ausgeht? Und diese Dinge, die ich hier gesagt habe, die gehören dazu. Vielleicht noch zwei Bemerkungen zum Schluss. Es gibt das große Thema, das jetzt überall diskutiert wird mit dem Klimawandel. Dazu gehört die veränderte Mobilität dazu. Dazu gehört aber auch dazu, dass wir eine Sache immer wieder ganz laut sagen. Das mit dem Klimawandel aufhalten wird nur klappen, wenn wir anstelle von Kohle, Gas und Öl eine Alternative haben. Und diese Alternative heißt ganz banal Strom aus erneuerbaren Quellen. Und deshalb wird es nichts werden, mit all dem, was wir uns vorgenommen haben, den Klimawandel aufzuhalten und die industrielle Transformation zustande zu bringen, wenn wir uns nicht einmal klar und deutlich sagen, für die künftige Welt wird in der kurzen Zeit von 25 Jahren es notwendig sein, dass wir Ersatz haben für den Strom aus Atomenergie, dass wir Ersatz haben für die Kohleverstromung und dass wir
neu dazukriegen, was wir brauchen für die industriellen Prozesse, in denen das eine Rolle spielt. Auch zukünftig wird das, der ID4 zum Beispiel, an dem der vorhin an mir vorbeigefahren ist, ist auch aus Stahl, jedenfalls sah er so aus. Also. Und das wird da eingesetzt. Aber es braucht dann natürlich, wenn das mit der CO2-Bilanz auf Dauer klappen soll, auch ein Stahlwerk, das Stahl auf andere Weise herstellt. Aber Stahl in Salzgitter zum Beispiel herzustellen, anders als mit dem Hochofen, das kostet Strom von wahrscheinlich 2 bis 3 Offshore-Windparks, um sich das in der Menge vorzustellen. Und wenn Deutschland vor dieser Aufgabe scheitert, weil wir sie nicht anpacken, weil da nur drüber gelabert wird, weil niemand das Notwendige tut, dann wird das nichts werden. Und darum sage ich an dieser Stelle auch ganz klar, weil das die entscheidende Frage ist, wird die künftige Regierung im ersten Jahr alle Entscheidungen treffen müssen, die dazu gehören, Ausbauziele hochsetzen, dafür sorgen, dass das Stromnetz ertüchtigt wird, dass es die Mengen auch verkraften kann und dafür sorgen, dass die Genehmigungen für solche Sachen nicht so lange dauern, wie sie jetzt dauern. Vielleicht sage ich das mal in Richtung der Leute, die sich für Stadtregierungen interessieren. Also das muss schnell gehen und es muss auch rechtssicher schnell gehen. Und da müssen wir uns was vertrauen, dass wir die Gesetze so ändern, dass es nicht so lange dauert wie bisher. Und das ist, glaube ich, dann etwas, wo richtig was losgeht an Veränderung, an Wachstum, an Investitionen in Deutschland, was gut ist für die Zukunft. Letzter Satz. Muss ich sagen, als ehemaliger Anwalt von Arbeitnehmern und Arbeitnehmern und Betriebsräten. Ohne Mitbestimmung wird das alles nichts. Ja, vielen herzlichen Dank, Olaf, auch, glaube ich, noch mal sehr deutlich zu machen. Unsere Verantwortung, unsere Aufgabe als Politik in den nächsten Jahren ist es, Sicherheit zu geben, dass diese Veränderung gelingen kann und dass sie gelingt. Und dass wir auf jeden Fall an der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stehen. Denn da entscheidet sich doch vor allem auch, ob in der Gesellschaft diese Transformation und diese Veränderung gelingt. Und für dieses klare Versprechen und diese Zusage von dir an dieser Stelle wirklich einen ganz, ganz herzlichen Dank. So, wir haben jetzt gleich die Chance, dass auch Fragen gestellt werden. Das gibt mir vor allem einmal die Chance, Julius zum Geburtstag zu gratulieren. Der hat nämlich nicht nur das Mikro in der Hand, sondern heute auch Geburtstag. Also lieber Julius, herzlichen Glückwunsch. Wir haben schon gesagt, Olaf, wir hatten ja eigentlich mal einen anderen Termin schon mal im Blick, den du dann verschieben musstest, aber gesagt hast, du willst unbedingt nach Wolfsburg kommen. Dann haben wir uns auf den 21. geeinigt, haben wir gesagt, das ist das Geburtstagsgeschenk für Julius. Insofern ist alles gut, hat es gepasst. So, also während ganz kurz schon mal überlegt wird, wer eine Frage stellen will, vielleicht dann einfach kurz per Hand das Signal geben, dann würde Julius zu euch, zu Ihnen kommen, sodass wir auch die Frage stellen können. Vielleicht nochmal an Daniela auch ganz kurz eine erste kurze Nachfrage. Wenn wir ja wissen, dass in Zukunft 1/3 der Wertschöpfung des Fahrzeugs aus der Batterie kommt und wir gleichzeitig wissen, dass andere wichtige wertschöpfende Teile auch bei uns in der Region, in Salzgitter zum Beispiel, eben auch nicht mehr stattfinden werden in Zukunft. Wie ist denn genau dann auch der Gedanke, den ihr als Betriebsrat, als Unternehmen darauf legt, eben auch genau in diesen Regionen, also regional, den Strukturwandel mitzudenken und zu gestalten? Ja, ich glaube, erstmal war das, was Olaf zum Schluss gesagt hat, glaube ich, ganz wichtig, weil von außen, wenn man auf Volkswagen blickt, dann denkt man immer, Mensch, ne, die haben einen Plan, die sind auf dem Weg, das läuft gut, ist ein soziales Unternehmen. Aber das lebt natürlich ganz eindeutig von der Mitbestimmung, von den Betriebsrätinnen und Betriebsräten, von der IG Metall, von dem Vertrauenskörper. Und auch von der Unternehmensmitbestimmung, das haben wir heute noch gar nicht angerissen, weil viele Entscheidungen, die dazu führen, dass wir jetzt eine Batteriezellfertigung in Salzgitter aufbauen,
werden ja nicht betrieblich entschieden. Da können Betriebsräte gar nichts ausrichten, laut Betriebsverfassungsgesetz, sondern das wird im Aufsichtsrat entschieden. Und wenn wir dort nicht diese Möglichkeit hätten, mit dem VW-Gesetz, mit der Landesbeteiligung und dem sehr guten Partner Stefan Weil auch, dann würden wir viele Entscheidungen überhaupt gar nicht so bekommen, wie sie da sind. Das möchte ich einfach auch an dieser Stelle noch mal betonen, weil ich glaube, auch diese Debatte müssen wir in Zukunft führen. Wie können wir die Mitbestimmung auch weiterentwickeln auf den verschiedenen Ebenen? Und ja, die Motorenfertigung in Salzgitter ist klar, die wird um 2028, 2029 wahrscheinlich abgeschaltet werden. So ist der Plan. Und wenn wir uns da nicht nachhaltig für eingesetzt hätten, dass eben auch in der Region die Batteriezellfertigung entsteht und nicht irgendwo anders, dann hätten wir überhaupt gar keine Antwort für die Kolleginnen und Kollegen, die dann auch keine Tätigkeit mehr hätten. Und das ist genau das, wofür wir uns einsetzen. Dass in den Regionen, wo auch die Arbeit tatsächlich wegfällt, auch neue Arbeit entsteht. Und das ist nicht einfach, weil wir haben ja jetzt auch in der Strategie insgesamt 6 Batteriezellwerke, die entstehen sollen. Und da könnt ihr mir glauben, im Hintergrund laufen da ganz viele Debatten. Wo werden die entstehen? Welche Fördermittel gibt es in den verschiedenen Ländern in Europa? Wo kann man natürlich am meisten auch profitieren? Aber wir gucken natürlich immer auch auf das Thema Beschäftigung. Wir haben auch noch ein Motorenwerk in Chemnitz zum Beispiel, wo die Kolleginnen und Kollegen mich auch fragen. Daniela, ist ja schön, dass ihr über Tschechien, Polen, Spanien und so weiter diskutiert, aber was ist mit uns? Also genau das sind die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen und wo ich einfach auch nochmal betonen möchte, das gelingt uns nur, weil wir uns einbringen. Das Unternehmen, natürlich haben die den Blick auf die Technologie, auf die Transformation Richtung Elektromobilität. Aber am liebsten würden sie die Transformation auch dazu nutzen, gerade die Hochlohnländer runterzufahren und natürlich in die Länder zu investieren, wo die Arbeitskosten viel geringer sind. Und im Zuge der Digitalisierung sind auch solche Themen wie technische Entwicklung und andere Themen natürlich weltweit vernetzt auch ganz anders möglich. Und deswegen freue ich mich, Olaf, dass wir mit dir jemanden haben, der das auch sehr stark unterstützt. Und ich möchte einmal sagen, gestern hatte ich ein Gespräch, da ging es darum, wer wird denn bei der Bundestagswahl jetzt gewinnen? Olaf ist ja ziemlich weit vorne und da hat ein Manager gesagt, oh Mann, wenn jetzt die SPD da wirklich nach vorne geht, dann werden doch die Unternehmen hier alle abwandern. So, finde ich sehr schräg, so eine Debatte zu führen, weil gerade wir, ne, auch die Sozialdemokratie, die Mitbestimmung, die Betriebsräte, wir haben gute Antworten darauf, dass es nicht darum geht, abzuwandern, sondern genau hier die Transformation umzusetzen. Na, ich habe ja schon mal vorgelegt und habe ja schon mal eine größere wirtschaftlich erfolgreiche Stadt geleitet. Und vielleicht der Hinweis, die hat fast immer sozialdemokratische Bürgermeister gehabt und ist trotzdem irgendwie der reichste Bundesland in Deutschland. Also irgendwie scheint die Kombination ganz gut zu klappen. So wird es auch hier sein und das will ich an dieser Stelle sehr klar sagen. Unsere politischen Wettbewerber haben sich ja geweigert, zur Kenntnis zu nehmen, dass das jetzt alles stattfindet. Und das ist bei der wichtigsten Frage, über die ich eben bewusst ein kleines Stück gesprochen habe, nämlich wie kriegen wir das mit der Versorgung unserer deutschen Wirtschaft und Industrie mit Strom hin, ganz unbedingt so. Die haben vor 2 Jahren noch gesagt, braucht man nicht mehr Strom. Vor einem Jahr haben sie gesagt, braucht man nicht. Noch im Juni, ne, hatten sie gesagt, braucht man nicht. Und jetzt im Sommer musste denn Herr Altmaier stellvertretend für die CDU-CSU eine Pressekonferenz geben. Die Journalistinnen und Journalisten, ein paar sind ja auch hier, haben sich gewundert, worüber redet der? Er redete und redete und alle wussten gar nicht, was das Thema. Am Ende kam er nuscheln und sagen, doch, wir brauchen mehr Strom. 100 Terawattstunden, 30. Das ist so ungefähr einmal, jedes Jahr einmal der Stromverbrauch von Hamburg dazu. 10-mal in der Menge, nur das in der Größenordnung. Und die Chemieindustrie, ich habe ja vorhin das Stahlbeispiel genannt, aber die Chemieindustrie, die ja auch für den Automobilbau ziemlich zentral ist mit dem, was da alles eingebaut wird und was da verwandt wird, die sagt, oh ja, wir haben einen klaren Plan, wir brauchen so viel Strom wie Deutschland 2050. Nur für uns.
Und ich finde einfach, Leute, die diese wichtige Frage verpasst haben, die bis vor kurzem bestritten haben, dass das überhaupt notwendig ist, die sind wirklich eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort in Deutschland. Und das meine ich sehr ernst, obwohl ich ja zu den sachlicheren Politikern gehöre in dieser Schärfe. Eine weitere von der CDU-CSU geführte Bundesregierung würde Deutschland Wohlstand und Arbeitsplätze kosten. Ja, auch da vielen herzlichen Dank, glaube ich, nochmal. Ich habe ja vorhin in der Ankündigung gesagt, du bist jemand, der eben sehr klar nach vorne und auf die Zukunft blickt. So habe ich dich immer erlebt, eben auch mit dem Blick dafür, an welchen Stellen eigentlich wirklich die Weichen gestellt werden müssen, um am Ende dahin zu kommen, wo wir als Land hin müssen, wo wir uns weiterentwickeln müssen und wie wir Arbeit und Wohlstand hier bei uns sichern. Jetzt schaue ich einmal in die Runde, wer den Eisbrecher, die Eisbrecherin machen möchte. Dann bitte, Jörg Liebermann, IGBCE, in unserer Region sehr gut vernetzt und bekannt. Jörg, bitteschön. Ja, erstmal vielen Dank, Olaf, dass du da bist. Und ich glaube, du hast gerade von den Mitbewerbern geredet. Dass es für uns als Sozialdemokraten aber ganz wichtig ist, dass wir in diesem Transformationsprozess die einzigst verlässliche konstante Größe sind. Ich will das an dem Beispiel der Kohlereviere deutlich machen. Da haben wir einen Vertrag gemacht, dass wir aus der Braunkohle aussteigen. Und wir sagen, die Transformation, die stattfindet, ist auch ausschlaggebend dafür, wann der Ausstieg gelungen ist und stattfindet. Und wir sagen nicht wie Söder oder die Grünen, machen wir 2030. Weil wir wissen, Transformation ist schwierig, dauert länger, haben wir gerade gehört. Und wir verbinden das. Und ich glaube, die Sicherheit, die brauchen die Menschen und die geben wir als Sozialdemokraten. Dafür vielen Dank. Ja, dem stimme ich zu. Aber die eigentliche, ich würde das gerne ergänzen. Ich glaube, es geht schon darum, dass man nicht nur aussteigen kann, was wir beschlossen haben, sondern auch irgendwo einsteigen muss. Und umso stärker man einsteigt, umso mehr der Parforce-Ring-Ritt gelingt, umso schneller ist man ja auch mit dem Ausstieg fertig. Das steht sogar schon in dem Kompromiss drin. Da ist ja ein Enddatum, aber kein absolutes Datum drin festgeschrieben. Und ich finde, diese Aufgabe ist deshalb zentral, dass wir das hinkriegen. Und das bedeutet ja auch Chancen für die Region, die teilweise seit über 100 Jahren mit der Stromversorgung Deutschlands ihr Geschäft gemacht haben, dass dort die Regionen, die kleinen Zuliefererbetriebe, da geht es ja auch um Handwerker, die einfach da immer nur eingesetzt werden und was weiß ich, dass die alle eine Perspektive haben in einer anderen Welt mit neuen Möglichkeiten. Energieproduktion und Speicherung kann dabei eine ganz, ganz große Rolle spielen, denn die Steckdosen im Netz sind ja schon da. Da, wo dann viel erzeugt wird und in alle Welt oder vielmehr in alle Umgebung hineingepresst wird, das muss man ja nicht neu bauen, man muss nur eine neue Quelle bauen für diese Dinge. Und das ist, finde ich, etwas, was man tatsächlich dann auch hinkriegen muss. Also das, glaube ich, ist in der Tat zentral, dass wir diese Veränderung begreifen, dass wir sie möglich machen, aber dass wir diese Zuversicht neu stiften, dass das gut ausgehen kann. Darüber habe ich ganz bewusst gesprochen. Denn das ist letztendlich, was die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben interessiert. Also wenn Sie abstimmen könnten, ob alles bleibt, wie es ist, würden Sie sagen, ja. Aber weil Sie auch wissen, da ist was los in der Welt und das muss sich irgendwie ändern, finden Sie, das soll anders werden, aber dann möchten Sie irgendwie ein sicheres Gefühl haben, dass das ohne Sie nicht läuft, sondern dass Sie dabei sind und dass es auch gut ausgeht. Und das ist, glaube ich, das, was wir hinkriegen müssen, wenn wir über diese Sachen sprechen und noch viel mehr, wenn wir das tun, was dazu erforderlich ist. Und da glaube ich, in der Tat haben wir eine Aufgabe, die wir auch erfüllen können. Und ich bin ziemlich sicher, dass das sogar sehr gut gelingen wird. Denn was wir hier machen, ist ja letztendlich dann auch die Antwort auf den globalen Klimawandel. Ich habe manchmal den Eindruck, ich meine, ihr kriegt die Frage auch, alle, was machen wir das hier? Wir sind nur 2% der Weltklimaemissionen. Hat wahrscheinlich jede und jeder von euch schon mal als Frage gestellt bekommen. Jeden Tag. Und die Antwort muss man ja geben können. Das kann man sich nicht über die Frage ärgern. Das ist ja eine gute Frage. Und die Antwort, die ich gebe, ist, erstens, wir sind ein bisschen weniger als 2% der Weltbevölkerung, aber es ist fast das Kleinere. Das Größere ist, mit keinem Geld der Welt, mit noch so vielen Milliarden,
werden wir die Völker Asiens, Afrikas und im Süden Amerika überreden, dass sie darauf verzichten, den gleichen Wohlstand zu erreichen wie wir. Niemals werden sie sagen, gib mir 5 Milliarden, dann mache ich das nicht. Ich weiß nicht, was in den Köpfen einiger Leute drin ist. Keine Chance. Warum sollten die das tun? Und deshalb gibt es nur eine Antwort. Was wir hier machen, ist, dass wir mit unseren Ingenieuren und Ingenieuren, mit unseren Universitäten und Forschungseinrichtungen, mit den Arbeiterinnen, den Fabriken, den Unternehmen, dass wir sagen, wir haben ein Konzept, das funktioniert auch, es ist genauso billig, das Leben wird sogar besser und nehmt es doch auch. Das ist unser Beitrag. Und da liegt dann auch der eigentliche Beitrag zur Aufhaltung des weltweiten Klimawandels, weil in dem Augenblick, in dem wir mit unseren wirklich guten Fähigkeiten die Alternative entwickeln und wirtschaftlich und industriell möglich gemacht haben, in dem Augenblick springen andere drauf. Nicht, weil wir ihnen 1 Milliarde überweisen, dass sie sagen, bleibt mal ein Land ohne Industrie. Was? Warum sollten die das machen? Das werden sie niemals tun. Wenn wir ihnen sagen, guck mal, ihr könnt es so machen, dann werden sie es tun. Und das ist eine gute Chance. Dann hatte sich Monika Müller gemeldet, Dezernentin für Soziales hier in Wolfsburg. Und dann, wunderbar, machen wir gleich weiter. Ja, erstmal vielen Dank. Als Sozialdemokratin freue ich mich natürlich, dass du Veränderungen mit Zuversicht verbindest. Ich glaube, das zeichnet uns schon seit vielen Jahrzehnten aus, ist vielleicht in den letzten Jahren nicht immer so wahrgenommen worden. Aber als Sozialdezernentin interessiert mich natürlich das Thema Transformation. Ist ja nicht nur was, was den normalen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen betrifft, sondern auch Menschen, die beeinträchtigt zu neuen Werkstätten für Menschen mit Behinderung arbeiten. Und auch dort spielt Transformation eine große Rolle, bedeutet nämlich, dass teilweise Arbeit eben auch dort sich verändert oder auch wegfällt. Da würden mich die Antworten der SPD eben auch interessieren, weil das ist kein so großer Kreis von Menschen, aber einer, um den wir uns ja traditionell ganz besonders bemühen und der vielleicht auch Antworten braucht. Ja, ich finde erstmal, wir müssen uns überhaupt darum kümmern, dass es neben der Welt der global wettbewerbsfähigen Wirtschaft in Deutschland, und das gilt für die großen Konzerne im Automobilbereich, das gilt aber auch für viele Mittelständler, die so 200, 500 oder 1000 oder 2000 Beschäftigte haben und den Weltmarkt bedienen. In fast allen diesen Unternehmen wird eigentlich ziemlich gut gezahlt. Jedenfalls verglichen mit dem Rest. Ich will jetzt nicht die Tarifverhandlung beeinträchtigen. Aber ich sage trotzdem, leben wir in einem Land, in dem, wenn wir das machen, was wir vorschlagen, nämlich einen Mindestlohn, Erhöhung durchsetzen auf 12 Euro, 10 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Gehaltserhöhung bekommen. Nicht in den Sektoren globaler Wettbewerbsfähigkeit, sondern in den Dienstleistungen, in den Logistiktätigkeiten hierzulande. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das machen, weil das dazu Gehör führt, dass die Gesellschaft insgesamt etwas optimistischer und weniger beladen von den Alltagsmühen nach vorne gucken kann. Ein Gehalt von 12 Euro die Stunde, hochgerechnet auf eine Vollzeiteinkommen, ist auch noch nicht die Welt. Aber man kommt ein bisschen besser zurecht und es besteht die Chance, dass man im Alter nicht auf öffentliche Unterstützung angewiesen ist. Und ich finde, wir müssen bei den Werkstätten auch was machen. Und wenn ich nicht längst überzeugt gewesen wäre, hat mich das, der Wahlkampf hier nochmal, hätte er es mich gelehrt, aber ich war ja schon überzeugt. Aber praktisch bei jeder Veranstaltung ist ein Mann oder eine Frau gekommen, die in einer Werkstatt arbeiten, was ich ganz toll finde, weil das ja auch letztendlich zeigt, was für ein großer Prozess stattgefunden hat. Das hätte man sich vor 30, 40 Jahren wahrscheinlich nicht vorgestellt und haben sich gemeldet und gesagt, sie arbeiten da und finden das fies, dass sie nur 2 Euro kriegen, je nachdem, wie das im Einzelnen eingerichtet ist. Natürlich kriegen die Grundsicherung und haben eine Wohnung. Und wenn man die 2 Euro obendrauf rechnet, dann ist das das, was realistisch wäre. Aber wenn es denn schon so ist, dass das eigentlich von dem, was nachher dabei rauskommt, gar nicht so unterschiedlich wäre, zum Beispiel von einem Mindestlohn von 12 Euro, dann wäre das, glaube ich, ein guter Stolzpunkt, wenn wir einen Weg finden und entwickeln würden, wo die dann sagen können, ich kriege statt Grundsicherung und Kosten der Unterkunft plus 2 Euro die Stunde
ein Einkommen, weil es dann so ist wie alle anderen. Und das steht dem zu und es geht auch um Würde und Ehre. Das ist meine feste Überzeugung. Genau, danke dir auch, glaube ich, als jemand, der über die Jugendverbände viel mit Menschen mit Behinderungen gearbeitet hat, kann ich das, glaube ich, nur sehr unterstützen. Vielen herzlichen Dank und bitte für die nächste Frage. Dank. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Susanne Preug. Ich bin Mitglied des Betriebsrates bei Volkswagen in Wolfsburg, verheiratet, drei Kinder. Und meine Frage geht in Richtung Digitalisierung und dementsprechend auch, ich sag mal, fit machen von unseren öffentlichen Schulen eben genau für dieses Thema. Wie wird sich die SPD dafür einsetzen, Lehrkräfte zu stärken, die Digitalisierung an den Schulen weiter voranzutreiben, um so das Interesse der jungen Menschen in Richtung Informatik und auch Ingenieurwesen zu stärken und natürlich auch Herzblutthema junge Mädchen für Technik und Informatik zu begeistern. Vielen Dank. Zunächst mal müssen wir dafür sorgen, dass es überhaupt geht. Und das heißt, wir müssen die digitale Anbindung der Schulen jetzt auch wirklich hinkriegen. Dass wir so weit zurückliegen, liegt ja daran, dass das, was wir in dieser Legislaturperiode hingekriegt haben, erst in dieser Legislaturperiode gelungen ist. Denn wir haben, darüber habe ich verhandelt mit den Oppositionsparteien, das Grundgesetz geändert, damit wir den Gemeinden und den Ländern Geld geben können für Schulen und digitale Anbindung. Und erst da ist der Digitalpakt so richtig losgegangen, was die Schulen betrifft. Nun diskutieren alle, dass das zu langsam geht und dass das Geld nicht richtig abfließt und ich stimme allen zu. Könnte ich stundenlang drüber reden. Aber wir sind eigentlich zu spät angefangen. Das Ding hätte schon vor 5 oder 10 Jahren geben müssen, damit wir in diese Richtung vorankommen. Und das muss jetzt deshalb auch klar sein, dass wir nicht aufhören, dass wir nicht sagen, das war nur wegen Corona, sondern dass das immer die ganze Zeit weitergeht, bis wir wirklich alle Schulen angebunden haben. Und gleichzeitig müssen uns die Länder dabei helfen und auch die Gemeinden als Schulträger, dass wir eine Situation haben, in der dann das auch eine Realität ist. Also von den Lehrkräften angefangen bis zu den Schülern und Schülern, der Ausstattung mit Geräten und all dem, was dazugehört, damit die Nutzung digitaler Möglichkeiten in den Schulen wichtig wird und geleistet werden kann. Was wir dazu auch brauchen, das darf man nicht vergessen, ist, digitale Anbindung aller Häuser, aller Wohnungen, aller Fabriken und aller Betriebe. Aber ich rede jetzt mal von den Wohnungen. Weil wenn der Schüler, der wenig Geld hat von der Schule und mit den Mitteln des Bundes einen Laptop gestellt kriegt, damit nach Hause gehen kann und dann da drauf tippt und es gibt keine Anbindung ans Netz, dann wird das nichts. Also müssen wir doch eine Situation herstellen, in der wir eine Infrastrukturversorgung garantieren für eine Gigabit-Gesellschaft, die tatsächlich bis zum letzten Bauernhof, bis zum kleinsten kleinen Betrieb in einem kleinen Dorf, bis in jede Wohnung hinein funktioniert. Und das ist auch die eigentliche Stärke, die Deutschland hat. Denn bei den klassischen Infrastrukturen, bei den Straßen und bei den Schienenwegen gibt es zwar viel zu verbessern, wie hier alle wissen, aber sind wir jetzt doch im weltweiten Vergleich nicht so schlecht. Und es gibt viele Regionen, die gut angebunden sind und wo niemals eine Firma wäre mit 2000 Beschäftigten am Ort, den sich keiner vom Namen her vorher gehört hat, die aber trotzdem erfolgreich ist, wenn das nicht so wäre. Und das muss doch nicht jetzt für die modernen Infrastrukturen, in diesem Fall Mobilfunk und Gigabit, genauso gelten, damit das auch weiter eine Realität darstellen kann. Also dieser Teil gehört dazu. Schlussbemerkung dazu. Nicht aufhören nach Corona. Denn wir haben alle gelernt, dass digitaler Unterricht niemals besser ist als Präsenzunterricht. Wir haben alle gelernt, dass das sogar für die Studentinnen und Studenten nicht gilt, die sich auch über 3 frustrierende digitale Semester beklagt haben. Und das sind Erwachsene. Aber wir müssen es machen. Ich möchte also, dass es auch, wenn Corona vorbei ist, irgendwie ein bisschen digitalen Unterricht gibt und Zusammenarbeit von Schülern und Schülern mit den digitalen Möglichkeiten, weil dann entsteht das, dass auch pädagogische Konzepte entstehen, dass man mal rausfindet, wie das geht von der Schule, was man damit überhaupt machen kann, was läuft und was nicht läuft und auch die Lehrerinnen und Lehrer ein Gefühl dafür entwickeln, was sie da machen könnten. Und umgekehrt bereitet es die jungen Leute, die
Mädchen und Jungen auf die Welt, in der sie arbeiten werden und leben werden, besser vor, weil sie das ausprobieren können. Und das ist dann ja mal ein Unterschied zur Vergangenheit. Eine Technik ist dann schon in der Schule. Die ist dann nicht so, um es jetzt ein bisschen zu verballhornen, ein humanistisches Gymnasium mit Latein, Griechisch und Musik, sondern das ist dann das vielleicht auch noch, aber auf alle Fälle hat man so ein Gerät vor sich, benutzt es und möchte es vielleicht auch mal verstehen. Ja, danke schön. Und ich habe eben auch gesehen, zumindest zwei hast du sehr aus dem Herzen an unterschiedlichen Stellen gesprochen. Mit Iris Bothe haben wir nämlich in Wolfsburg extra die Jugendzentren offen gelassen über all die Monate, weil wir nämlich viele jugendliche Schülerinnen und Schüler haben, die eben keine ausreichenden Internetverbindungen zu Hause haben und so in Jugendeinrichtungen ganz konkret einfach Hilfe bekommen haben, dort eben unterwegs sein konnten, also einfach konkret auch etwas umzusetzen und zu ermöglichen. Und Jan hat eben sehr genickt, als um das Thema Anbindung der Schulen an Glasfaser ging. Da haben wir ja auch noch so ein paar Baustellen bei uns in der Region. Ja, dann habe ich jetzt einmal Frank Pörschke als nächstes. Und sorry, Susanne, ich glaube, in der Überleitung eben hatte ich dich nicht vorgestellt, aber du hast mir das selber abgenommen. Aber jetzt Frank Pörschke. Ja, lieber Olaf, ich denke, ich bin nicht der Einzige, den du mit deinen klaren Aussagen zu einer zukunftsorientierten Wirtschafts- und Industriepolitik überzeugt hast. Unter Einbeziehung von privaten Investitionen und natürlich auch der Gewerkschaft der Betriebsräte als Bestandteil dieser Politik. Ich möchte aber gerne noch eine Frage stellen in Richtung deines Verständnisses einer Steuerpolitik, die auch diese soziale Gerechtigkeit, diese Zukunftsorientierung auch hat. Denn ohne eine gerechte Steuerpolitik, und da frage ich nur auch den amtierenden Finanzminister natürlich auch mit, geht es ja nicht. Diese Frage stelle ich völlig unabhängig von irgendwelchen möglichen Koalitionsüberlegungen, die hin und her spekuliert werden. Also einfach so dein Verständnis, wie soll das dann auch finanziert werden, was du dir da so vorstellst? Ja, schönen Dank. Zunächst mal liegt mir ja immer wieder daran, den Mythos, alles muss öffentlich finanziert werden, ein bisschen zu zerstören. Darum habe ich das vorhin aufgezählt. Aber das gehört ja, wenn man die politischen Programme von verschiedenen aufstellt, so, dass sie so tun, als ob all die Dinge, die jetzt investiert werden müssen, überhaupt öffentliche Gelder wären. Das sind die wenigsten davon. Wir haben mehr was damit zu tun, es möglich zu machen. Und ich meine, wir sind in einer Phase, wo es unglaubliche Milliarden, Billionen gibt, die auf der Welt rumwabern. Und weil sie nichts Besseres finden, geben sie dem deutschen Finanzminister gern das Geld und haben negative Renditen. Ich meine, das muss man sich ja mal klar machen. Was wäre los, wenn die Leute sagen, ich habe was Besseres, ich baue so einen Offshore-Windpark oder mache das mit anderen zusammen, lege mein Geld da rein. Super Renditen im Verhältnis zu dem, wenn sie mir das Geld geben und gleichzeitig wächst die Wirtschaft. Also das ist jetzt kein wirkliches Hexenwerk, wenn wir es losgetreten haben. Wir müssen nur dafür sorgen, dass da, wo neue Technologien das erste Mal gemacht werden und sie noch unwirtschaftlich sind, wir wissen, dazu gehört auch Förderung, dass wir Infrastrukturen entwickeln. Wir haben über diese Ladeinfrastruktur in Deutschland gesprochen und solche Sachen. Aber dafür haben wir im Haushalt auch genug Geld vorgesehen. Meine Finanzplanung, die Regierung einstimmig beschlossen hat, muss man immer dazu sagen, sieht, wenn man von den Krisenjahren jetzt absieht, ein Allzeithoch bei Investitionen vor von 50 Milliarden pro Jahr. Und das ist das, was wir für den Teil, den wir öffentlich machen müssen, brauchen. Da kommen wir ziemlich weit mit. Im Augenblick werden die Gelder immer so für Sachen verplant, wo sie gar nicht abfließen. Und das kann man ja ändern. Insofern ist das, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Trotzdem brauchen wir natürlich Steuergerechtigkeit. Und der wichtigste Punkt ist jetzt gar nicht in Deutschland, sondern global. Das will ich sehr klar sagen. Denn der Steuersenkungswettbewerb zwischen den Staaten hat dazu geführt, dass wir eigentlich nicht mehr selbst bestimmen, wie unsere Steuersätze sein können. Ich meine, wir wären doof, wenn wir sie zu hoch machen und zu verrückt festsetzen. Das ist nicht völlige Willkür möglich. Aber dass man überhaupt das noch selbst entscheiden kann, das ist ja etwas, was Stück für Stück verloren gegangen ist. Und deshalb bin ich so froh über den Erfolg, dass wir jetzt bald eine Vereinbarung mit über 130 Staaten haben werden über globale Mindestbesteuerung. Denn das wird dazu beitragen, dass dieser Dumpingwettbewerb zu Ende ist. Es wird zwar noch unterschiedliche Steuersätze geben, aber nicht mehr so extrem, wie das jetzt der Fall ist. Und dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen und man nicht einfach Geld ausgeben kann, ohne Einnahmen zu haben, hat jetzt die konservative Regierung in Großbritannien gemerkt, die Steuersätze für Unternehmen anheben will. Und die amerikanische Regierung, die das Gleiche machen will, das planen wir gar nicht.
Also wir wollen nur, dass man sie nicht unsinnig senkt in dieser Situation. Und deshalb gehört zur Wahrheit nach der Krise dazu, wenn man 400 Milliarden Euro Schulden gemacht hat, und das werden wir am Ende des nächsten Jahres, um die Krise zu bekämpfen, dann werden wir das im Wesentlichen durch Wachstum bewältigen. Aber in keinem Fall würde das gelingen, wenn wir dann das machen, was CDU, CSU und FDP jetzt vorgeschlagen haben, nämlich dass wir eine Steuersenkung machen für Leute, die so viel verdienen wie ein Bundesminister oder noch mehr, oder Unternehmen, die irre hohe Gewinne gemacht haben, sodass wir 30 Milliarden Euro pro Jahr an Steuereinnahmen verlieren. Dann klappt das mit der Bewältigung der Schuldenaufnahme nicht. Aber wenn wir da seriös bleiben, geht's. Letzte Bemerkung. Wir brauchen also Steuergerechtigkeit der Gerechtigkeit wegen, weil wir finanzieren das, was wir hier an Kreditaufnahme hatten, aus dem Wachstum. Aber man muss sich klar machen, wenn man möchte, dass die Mittelschicht, dass eure Kolleginnen und Kollegen, von denen ja einige auch ganz gut verdienen, wenn man möchte, dass diejenigen, die ganz wenig verdienen, entlastet werden, dann geht das wirklich nur, indem man diejenigen, die sehr, sehr gut wegkommen, wie ich zum Beispiel und einige, die noch mehr verdienen, wenn die ein bisschen mehr dazu beitragen. Das wirft uns alle nicht um. Keiner wird von uns deshalb ein schlechteres Leben führen, aber es ist gut für unser Land. So, dann hier vorne bleiben, Julius. Mit Blick auf die Zeit haben wir nämlich noch zwei, die ich dran nehmen kann. Das wäre erstmal Gerardo Scarpino aus dem Betriebsrat und dann kommen noch zu Elias aus der JAF. Also erstmal Gerardo. Ja, das Auto, das du gesehen hast, ist ein ID4 und besteht überwiegend aus Leichtbau und aus Aluminium. Das heißt, bei der Herstellung der Karosse brauchen wir noch mehr Strom. Also insofern liegst du richtig. Die andere Sache ist das Thema Beschäftigung, Beschäftigungssicherung und Transformation. Wir bei Volkswagen haben sozusagen die letzten 20, 30 Jahre im Bereich der Industriearbeit, Automobile herzustellen, über die Mechanisierung in die Automatisierung und dann ist er jetzt in die Digitalisierung, immer den Fokus gehabt in Schwerpunkten der Produktion. Und 20, 30 Jahre lang ging es immer darum, die Menschen in der Produktion abzusichern. Bei dem Thema Transformation, Digitalisierung, Elektrifizierung haben wir die ganze Wertschöpfungskette. Das heißt, wir haben jetzt die Situation an technischer Entwicklung, dass wir in Größenordnung von fast 1500 Entwicklern, die sich mit den Motorentwicklung, Diesel und Benziner, im Grunde genommen die gleiche Situation haben wie Kolleginnen und Kollegen in der Produktion, dass sie nicht wissen, was sie zukünftig entwickeln. Also ist die Entwicklung in die Elektrifizierung eine Alternative. Aber ich glaube, dass wir als Volkswagen und die Automobilindustrie eigentlich in Gänze eine ganz gute Alternative haben mit den Entwicklern von den Elektrofahrzeugen. Aber das ist nur ein Teil der Transformation und der Digitalisierung. Uns fällt es halt eben zunehmend schwerer, auch die Beschäftigten, obwohl Produktioner, aber auch die Ingenieure in der gesamten Entwicklungskette oder halt in Produktionskette, auf die neuen Aufgaben zu qualifizieren. Insofern fand ich deinen Einwand gut, dass das auch berücksichtigt wird. Wir schaffen das in den Betrieben sehr gut, indem wir die Programme, aber das muss finanzierbar sein. Was natürlich nicht geht, ist, dass halt eben Wirtschaft und Politik immer die Alternativen entweder oder aufstellt. Insofern Netzwerke, wie gerade beschrieben, mit Wirtschaft, mit Land und Bund und den Kommunen, Alternativen in die Bildung, in die konzeptionelle Umsetzung von Qualifizierung in Zukunftstechnologien, insofern sehr wichtig. Wir haben halt eben bei Volkswagen gerade in Wolfsburg mit dem Campus Sankamp eine Größenordnung zwischen 800 und 900 Millionen, also fast eine Milliarde, versucht zu investieren für die Zukunft. Das bedeutet im Grunde genommen, wir machen eine ganze Menge. Politik müsste dafür sorgen, im Grunde genommen, dass halt eben das ganze Thema Transformation so geregelt wird, dass es keine Verlierer gibt. Sobald halt eben etwas Neues aufgebaut wird, gibt es etwas Altes. Und das ist der Punkt, wo wir versuchen, halt Menschen transformieren, zu motivieren, halt eben nicht stehen zu bleiben, sondern da hilft eine ganze Menge Kompetenz, Qualifizierung, Anbindung an neue Technologien. Und wenn ihr, sie und halt eben die Politik halt eben dort unterstützen können, das wäre halt eben ein Wunsch von uns Interessenvertretern im Betrieb. Vielen Dank. Ich will das einfach nur unterstreichen, weil ich hatte ja das schon gesagt und ich kann dem zustimmen. Es muss dazu gehören, dass wir in unseren politischen Strategien, in dem, was wir fördern, was wir möglich machen, über verschiedene Wege, die wir alle kennen
ob man zum Beispiel auch Kurzarbeit als Qualifizierungsinstrument nutzen kann, besser als das bisher gelungen ist, ist zum Beispiel ein solches Thema. Wir müssen Wege finden, wie wir die Veränderung möglich machen für die Beschäftigten in den Betrieben. Und das, glaube ich, wird auch ohnehin noch eine viel größere Rolle spielen als bisher. Also ich hatte mir immer gewünscht, als ich Arbeitsminister war, dass es noch ein bisschen mehr Gebrauch gibt von so einem Instrument, wo ich gesagt habe, wenn einer schon da arbeitet oder eine im Beruf als Angelernter, warum machen wir nicht nochmal für die 27-Jährigen oder den 34-Jährigen die Berufsausbildung in dem Bereich, wo sie tätig sind, zu Ende? Oder machen sie möglich? Das müssen wir natürlich für das Unternehmen und für den Beschäftigten attraktiv machen, denn der verdient ja schon oder sie verdient ja schon Geld und will jetzt nicht plötzlich von einer Lehrlingsvergütung leben, selbst wenn die besser ist als früher. Und das, glaube ich, gehört dazu und dass wir auch den Gedanken haben, das kann einem noch mit 40 und 50 passieren, dass man neu starten kann. Und dann muss es aber so sein, dass man das nochmal neu machen muss, also neu anfangen muss, dass wir nicht die Idee haben, es gibt irgendwie eine Berufsausbildung, wenn es gut läuft, nach der Schule mit 17 und dann gibt, oder man studiert, dann gibt es ein Studium mit irgendwie 20 bis 25, je nachdem, wie lange man so da rumtrödelt und dann gibt es irgendwann nur noch Weiterbildung. Und manchmal gibt es auch einfach einen Neustart. Und das, glaube ich, muss in unseren Köpfen drin sein, dass das dazugehört. Ja, vielen Dank. Und weil Adriana sich auch mit hat, ich mache mal so einen Jugendauszubildenden-Vertretungsfrageblock. Einmal Elias, dann Adriana und dann kommen wir zu der Antwort zu beiden. Aber erstmal Elias. Jo, erstmal alles Gute, Julius. Und zu meiner Frage, ich habe von anderer Seite schon gehört, auf die Frage, warum machen wir das Ganze? Warum legen wir uns so ins Zeug, was das Thema Klimaschutz angeht, wenn es doch kein anderer tut? Habe ich auch die Antwort gehört von anderen Parteien. Wenn wir es tun, wenn wir vorlegen und unsere Waren und Dienstleistungen und vor allem die Güter, die wir herstellen, CO2-arm oder am besten neutral produzieren, dann können wir auch von anderen verlangen. Wir kaufen eure Güter erst, wenn die nach den gleichen Standards produziert werden wie unsere. Und in dem Falle oder in dieser Situation quasi Sanktionen einführen können, beziehungsweise Bedingungen, nach denen wir Waren einkaufen. Hältst du das für realistisch? Die Europäische Kommission hat gesagt, sie möchte für einzelne Wirtschaftszweige und das dann ausweitend sowas einführen wie einen Grenzausgleichsmechanismus. Früher hatte man das Zoll genannt, aber das ist ja unfein, also nennen wir das jetzt Grenzausgleichsmechanismus, CBAM. Und darüber wird jetzt überall verhandelt. Sie haben die Konzepte jetzt vorgelegt und es wird ein internationales Gespräch geben. Wenn ich die Briten richtig verstehe, machen die auch Grenzausgleichsmechanismus. Weil sie wollen ja auch klimaneutral sein. Wenn ich die Kanadier richtig verstehe, machen sie auch Grenzausgleichsmechanismus. Wenn ich die Amerikaner richtig verstehe, obwohl sie gar keine Verteuerung der Produktion machen, aber irgendwas haben sie auch vor, machen sie auch Grenzausgleichsmechanismus. Und die Japaner haben auch schon drüber nachgedacht und so weiter und so fort. Deshalb habe ich gesagt, es ist gut, dass es diese Diskussion gibt, denn wir müssen ja unsere Wirtschaft und Industrie schützen, jedenfalls eine Zeit lang, dass sie nicht gewissermaßen unter die Räder kommt im Umstellungsprozess. Das ist nicht das Problem von Volkswagen, aber das ist das Problem von denen, die Stahl und Aluminium herstellen zum Beispiel. Und nun ist das jetzt gar keine so vergebliche Sache, denn viele Unternehmen, die Automobilindustrie zum Beispiel, fangen ja an, die CO2-Anteile in den Produkten, die sie verarbeiten, mitzumessen, weil sie irgendwie im Kopf haben, irgendwann kommt es so weit, dass wir auch das befragt werden und dann wollen wir schon auf einem Pfad sein, wo wir gewissermaßen sagen, unser Stahl ist CO2-neutral, unser Aluminium ist klimafreundlich hergestellt, Stück für Stück. Wenn ich mit den Kollegen der Stahlindustrie gesprochen habe, die haben sich sehr erschrocken, dass ein anderer deutscher Automobilhersteller mit einem Start-up genannten, es ist nicht so niedlich, Projekt in Schweden einen Vertrag schließen soll über CO2-neutralen Stahl, was Atomenergie und Wasserkraft ist, um es zu übersetzen, aber immerhin. Das hat dazu geführt, dass die alle wollen, dass wir jetzt einen Weg finden, wie das in Deutschland auch nur noch klimaneutralen Stahl gibt und das mit Förderung und Regulierung hinkriegen. Aber trotzdem, irgendwo gibt es eine Phase, wo das notwendig ist, sich davor zu schützen, dass die Unternehmen, die die Produkte verarbeiten, sagen, ist mir doch egal, wie es hergestellt worden ist, Stahl ist Stahl, ich nehme den.
Und das ist der Punkt, wo man was machen muss. Meine Auflösung dafür, damit wir jetzt nicht in einen kleinen Handelskrieg hineinrutschen. Ein Klimaclub, das habe ich vorgeschlagen bei den Treffen der G7-Staaten, der G20-Staaten in der OECD, also Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit beim Internationalen Währungsfonds. Und alle sagen, das ist genau die Idee, die man jetzt anfangen muss zu diskutieren. Lasst uns doch zusammenschließen und Wege finden, wie wir die unterschiedlichen Wege, die wir gehen, messen und dann aber sagen, dass das, wo sie ungefähr gleich sind, dazu führt, dass wir uns nicht wechselseitig mit so Grenzausgleichsmechanismen bedrohen. Aber den anderen sagen, ihr könnt auch dabei sein, aber dann müsst ihr auch sowas machen wie wir. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Das ist jetzt auch Politik der Bundesregierung geworden. Also ich habe das vorgestellt und dann habe ich mit der Kanzlerin beschlossen, dass ich ganz formal eine Abstimmung im Kabinett herbeiführe. Alle Ressorts haben zugestimmt. Und das wird jetzt, glaube ich, tatsächlich die internationale Agenda bestimmen, weil alle nach genau sowas gesucht haben auf diese Frage. Und zum Schluss der Fragerunde noch Adriane, auch aus der Auszubildendenvertretung, die Vorsitzende. Ja, danke schön. Sehr geehrter Herr Scholz, wir haben uns vor einigen Monaten schon einmal in Berlin getroffen und wir möchten zwar heute über die Zukunft sprechen, aber manchmal ist es ja auch sehr, sehr wichtig, über die Zukunft zu sprechen und dann aber auch die Geschichte eines Landes zu kennen. Dementsprechend zieht meine Frage genau darauf ab. Wir haben nämlich vor einigen Monaten einmal die Sonderausstellung des Internationalen Auschwitz-Komitees durch unser Handeln eröffnet und wir haben aber auch die Briefmarke zu Ehren der Sophie Scholl präsentiert und wir haben beide eine Rede gehalten und meine Rede endete mit folgenden Worten. Sophie Scholl soll nie vergessen sein. Und Roman Kent, der verstorbene Präsident des Internationalen Auschwitz-Komitees und auch Auschwitz-Überlebender, hat auch viel, viel Arbeit geleistet, um gegen das Vergessen zu kämpfen. Und natürlich soll auch Roman Kent nicht vergessen sein. Und auch alle anderen Opfer des Nationalsozialismus sollen nicht vergessen sein. Und deswegen bin ich mir sicher, dass auch ganz, ganz viele Menschen hier in Wolfsburg auch die Geschichte von Volkswagen kennen und sich ja, der dunklen Vergangenheit, so nennen wir das immer gerne, sehr bewusst sind. Und deswegen ist meine Frage, was möchten Sie als zukünftiger Bundespräsident, Bundeskanzler, Entschuldigung, als zukünftiger Bundeskanzler gegen... Ich wollte echt Macht ausüben. Entschuldigung. Was möchten Sie für die Erinnerungskultur machen? Ich weiß, der Bundestag befasst sich sehr, sehr viel mit dem Thema, weil ich auch in diesem Jahr vor ein paar Monaten schon repräsentativ für das Unternehmen, in dem ich arbeite, bei der Jugendbegegnung des Deutschen Bundestags mitmachen durfte und mich mit ganz, ganz vielen engagierten jungen Leuten unterhalten habe. Was macht ihr dagegen? Aber wie gesagt, meine Frage ist jetzt, was möchten Sie für die Erinnerungskultur in unserem Land machen und was möchten Sie gegen das Vergessen der Opfer des Nationalsozialismus? Das muss machen. Danke. Also, ich bin erstmal sehr dankbar für euer Engagement. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt viele Dinge, die ihr ja auch tun müsst als Jugend- und Ausbildungsvertretung und wo es um ganz konkrete, handfeste Fragen des Alltags geht. Und ich finde, das ist wichtig und gut zu sagen, das gehört aber zu unserem Alltag dazu. Wir wollen erinnern, wir wollen auch dazu einen Beitrag leisten, dass das zur Demokratiekultur in Deutschland dazugehört und dass wir deshalb gerade jetzt nochmal einen neuen Anlauf nehmen, um das zu verstärken. Denn wir sind ja in einer Phase, in der wir nicht mehr sehr lange auf die zurückgreifen können, die aus ihrem eigenen Leben berichten. Das tun immer noch welche und das ist immer sehr berührend und sehr bemerkenswert. Aber wir müssen es ja schaffen, dass auch noch in 50 Jahren eine Erinnerung daran besteht, dass es diese schreckliche Zeit in Deutschland gegeben hat, was für ein Terror von Deutschland ausgegangen ist, wie viele Menschen verfolgt und unterdrückt worden sind und welche schlimmen Schicksale sie erlitten haben. Und das zu organisieren, das ist wichtig. Deshalb, glaube ich, müssen wir die Gedenkstättenarbeit und die Erinnerungskultur in Deutschland fördern.
Ich finde auch gut, wenn es überall lokale Initiativen gibt, die das konkret machen, weil das dazugehört, dass wir das als Erinnerung mit haben. Auch die Gedenksteine, die jetzt überall in Deutschland verlegt sind, sind ein ganz, ganz wichtiger Beitrag. Kein allzu großer, aber ein wichtiger Beitrag, um das möglich zu machen. Und deshalb finde ich, dass das schon so ist, dass wir da einen neuen Anlauf brauchen, in Zusammenarbeit mit vielen jungen Leuten zu sehen, wie kriegen wir das hin. Für mich ist das auch Teil dessen, was wir in dem Demokratiefördergesetz vorgesehen haben, dass wir dort auch ein bisschen Aufklärung, Demokratieförderung und Erinnerung mit einbauen, damit das uns auch hilft im Kampf gegen das, was uns heute auch neu bedroht, mit rassistischer Hetze, mit Antisemitismus, mit rechtsextremer Gewalt, mit islamistischer Gewalt, auch das gibt es. Und da, glaube ich, muss man einfach sich zusammenschließen und das als Gesellschaft, als Staat, die Schulen, die verschiedenen Träger, die im Bereich sind, aber auch die Jugendvertretungen, die Betriebsräte, die ganze Zivilgesellschaft, die muss da zusammen das für sich zum Thema machen. Und das bedeutet, dass man von vorne an das tut, der Bundespräsident ausdrücklich, aber auch der Bundeskanzler, das sich gemeinsam zum Thema machen. Vielen herzlichen Dank und ich glaube uns alle ein, dass wir vor allem auch ein Ziel haben, dass die Rechtsradikalen hoffentlich in Zukunft auch keine Zukunft in den deutschen Parlamenten haben, egal auf welcher Ebene. Ich glaube, das würde uns allen gut stehen. Das ist unser Ziel mit Sicherheit, wie wir hier versammelt sind. Und ich glaube, das ist ein Ziel, für das wir gemeinsam auch viel kämpfen werden, aber auch müssen in den nächsten Monaten und Jahren. Es gibt eine ArbeitnehmerInnen-Initiative, Olaf, die dich unterstützen im Wahlkampf, auf deinem Weg zum nächsten deutschen Bundeskanzler. Und deswegen würde ich einmal von IG Metall und IG BCE Fabian Färber, Manuel Bunge und Leonie Kochchen mit nach vorne bitten. Die haben dir nämlich etwas mitgebracht und werden das einmal auch kurz vorstellen. Genau, mein Name ist Manuel Bunge, ich arbeite als Betriebsrat bei einem der viel zitierten Automobilzulieferer, die so ungefähr an alle OEMs, die es so gibt, auch liefern und wir spüren eben die Transformation jeden Tag und haben aber auch manchmal ein bisschen andere Strukturen bei uns als VW oder andere und da guckt man manchmal auch ein bisschen neidisch hin, muss ich ehrlich gestehen. Nichtsdestotrotz haben wir uns als Betriebsräte, als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und so weiter zusammengeschlossen, um diese ArbeitnehmerInneninitiative zu starten. Und aus der Betriebsratssicht haben wir uns eindeutig für dich entschieden, Olaf, mit dem einfachen Hintergrund. Du hast es selbst gesagt, du hast als Rechtsanwalt bereits Betriebsräte auch vertreten in der Arbeit. Du weißt, was es für Probleme auch manchmal mit dem Betriebsverfassungsgesetz gibt. Und wir merken eben 2021 oder 2022, wir brauchen dort mehr Unterstützung. Und diese mehr Unterstützung erhoffen wir uns dann an der Stelle von dir, und auch von einer von dir geführten SPD-Regierung mit dir an der Spitze als Bundeskanzler. Und nicht nur aus Betriebsratssicht, sondern gerade aus Sicht von jungen ArbeitnehmerInnen ist uns auch klar, dass wenn die Fragen geklärt werden wollen, die junge Menschen betreffen, die gerade im eigenständigen Berufsleben anfangen, generell ihr eigenständiges Leben starten, dann brauchen wir eine Regierung, die den jungen Menschen hilft, die Transformation zu überwinden, keine Angst zu haben um ihre Jobs, ob die noch bestehen, wenn die Kolleginnen und Kollegen in Rente gehen. Und da ist uns ganz klar, das geht nur mit einer sozialdemokratisch geführten Regierung und das geht nur ganz klar mit dir als Bundeskanzler. Ja, lieber Olaf, unser Aufruf steht unter dem Motto Gute Arbeit verbindet. Vor 6 Jahren wurde die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinitiative im Willy-Brandt-Haus mit Unterstützung der AFA und der JUSOs gegründet, um Jugendgewerkschaftskongresse zu organisieren mit teilweise 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Willy-Brandt-Haus. Wir haben Verbindung und Netzwerke geschaffen. Wir wissen, die DGB-Gewerkschaften sind Einheitsgewerkschaften, damit überparteilich, aber es haben sich eben viele Gewerkschafterinnen, Gewerkschafter, Betriebsräte im Hauptamt, im Ehrenamt, aber auch eben viele ohne Funktion entschlossen, aus diesem Netzwerk heraus, den Verbindungen, die wir seit 6 Jahren geschaffen haben, einen Aufruf zu gestalten. Wir sind sehr stolz, dass wir auch hier nochmal über 2000 Leute aus dem Bereich motivieren konnten, den Aufruf zu unterzeichnen. Und Manuel hat den jetzt mitgebracht, um ihn dir auch zu überreichen.
Vielen herzlichen Dank euch dreien. Und bevor wir jetzt zum sozusagen letzten Punkt nämlich nochmal kommen, es gibt zwei neue Mitglieder, lieber Olaf, in unserer stolzen und traditionsreichen Partei. Und die haben sich sehr gewünscht, wenn sie heute auch dann schon mit bei dir sind, dass du ihnen sozusagen die Parteibücher mit überreichst. Und deswegen würde ich einmal Karl-Erich Fehr nach vorne bitten. Und ich würde... Und Christian Degenhardt noch als zweites. Da ist er, Christian. Ja, wir haben es eben auf dem T-Shirt gesehen, auf der richtigen Seite. Ich glaube, das passt sehr gut und zeigt vielleicht auch nochmal die Niveaulosigkeit einiger anderen bei den Angriffen. Schön, dass ihr beide euch auch für unsere Partei entschieden habt. Liebe Daniela, vielen herzlichen Dank dir, dass du heute mit da bist, dass du aber an unserer Seite stehst, dass du vor allem als starke Stimme für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Volkswagen, aber auch mit dem Blick darüber hinaus kämpfst und streitest. Ich wünsche dir vor allem auch viel Kraft. Ihr habt ja so eine, ich nehme das jetzt mal raus in der Einordnung, etwas eigenartige Konkurrenz für die nächsten Betriebsratswahlen bekommen, die es, ich sage das auch so deutlich, aus meiner Sicht nicht braucht. Wir haben eine starke, eine gut organisierte, eine sehr selbstbewusste IG Metall, einen wunderbaren Betriebsrat, den du führst. Ich finde, das ist auch die Stärke dieses Unternehmens und deswegen dir viel Kraft, aber auch viel, viel, viel Erfolg mit all den Kolleginnen und Kollegen, auch bei den nächsten Wahlen. Dir, liebe Daniela. Ja, herzlichen Dank, Falko. Vielen Dank auch für die Einladung und ich bin mir sehr sicher, dass wir auch weiter im Gespräch bleiben und für die gemeinsamen Ziele kämpfen. Viel Erfolg. Und lieber Olaf, dir natürlich auch herzlichen Dank. Du hast nochmal deutlich gemacht, man muss es eben nicht nur wollen, man muss es auch können. Man muss Zukunft im Blick haben, man muss aber auch den Plan haben, wie man Zukunft gestaltet. Ich bin wirklich fest überzeugt und ich glaube, du hast es heute sehr, sehr deutlich gemacht. Du kannst Zukunft, du hast diesen Plan und ich freue mich sehr, dass wir dann ab nächste Woche in die Gespräche einsteigen, damit du unser nächster Bundeskanzler wirst. Du kannst es, wir brauchen dich an der Spitze unseres Landes. Wir stehen hinter dir. Herzlichen Dank dir, lieber Olaf. Was ist eigentlich drin, wenn man die SPD wählt? Eine Gehaltserhöhung für 10 Millionen Beschäftigte durch 12 Euro Mindestlohn. Bezahlbare Mieten durch 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. 100.000 davon sozial gefördert. Klimaschutz, der auf Innovation setzt, Jobs sichert und neue schafft. Stabile Renten für ein würdevolles Leben. Garantiert.
und ein, der das alles mit Erfahrung und Kompetenz als Kanzler durchsetzt. Aus Respekt für dich, mit Kompetenz für Deutschland. SPD, soziale Politik für dich. Anspruch an meine Arbeit ist es, Dinge besser zu machen, die Welt besser zu verlassen, als man sie vorgefunden hat. Das ist nicht nur das Motto der Pfadfinder und Pfadfinder weltweit, sondern es steht auch für mich und meinen Weg in die Politik. Ich bin Falko Moors und seit 2017 für unsere Region, also für Helmstedt, Wolfsburg, Boldecker Land und Brome im Deutschen Bundestag. Die Arbeit in den letzten 4 Jahren bedeutete für mich vor allem Verantwortung für unsere Region und eben damit auch für Sie und für euch zu übernehmen. Wolfsburg ist weiterhin mein Wohnort und unsere Region meine Heimat geblieben. Ich bin hier geboren und zur Schule gegangen, habe meine Ausbildung gemacht, hier studiert und habe bei Volkswagen gearbeitet. Ich bin über die ehrenamtliche Arbeit für Kinder und Jugendliche in die Politik gekommen und das ist auch bis heute mein Herzensthema geblieben. Und deswegen bin ich weiterhin Vorsitzender vom Jugendhilfeausschuss in Wolfsburg. Für mich ist vollkommen klar, man kann Zukunft nicht einfach nur wollen und mit ehrgeizigen Zielen beschreiben. Es geht darum, dass man einen Plan hat, dass man Zukunft konkret gestaltet. Das ist für mich Verantwortung. Deswegen habe ich wichtige Themen für uns hier in der Region vorangetrieben. Es geht um Millionen für die Wedler Schleife, die wir geholt haben. 90 Millionen Euro für den Strukturwandel hier im Landkreis Helmstedt. Es geht darum, dass wir für die Automobilindustrie Perspektive und Zukunft schaffen. Das meine ich, wenn ich von Zukunft für unsere Region spreche. Die Arbeit im Deutschen Bundestag ist für mich eine große Ehre und vor allem auch eine große Verantwortung. Und der möchte ich mich weiterhin stellen. Ehrlich, zupackend, bürgernah. Ich bin Falko Moors und seit 2017 vertrete ich unsere Region, also den Landkreis Helmstedt, Wolfsburg, das Boldecker Land und Brome im Deutschen Bundestag. Politik heißt für mich, Verantwortung zu übernehmen und jeden Tag Dinge aufs Neue besser zu machen. Sowohl im Großen als auch konkret, im Detail, vor Ort. Bei uns in der Region spielt die Automobilindustrie eine entscheidende Rolle. Fast jede Familie und ihre Einkommen hängen irgendwie davon ab. Deswegen ist doch auch völlig klar, die Industrie muss sich vor dem Hintergrund des Klimawandels verändern. Aber wir müssen es eben so gestalten, dass es nicht auf dem Rücken der Arbeitsplätze und der Beschäftigten ausgetragen wird. Deutschland ist ein Industrieland und muss es auch bleiben. Und das gilt es eben umwelt- und klimagerecht zu gestalten. Für den Strukturwandel hier im Landkreis Helmstedt haben wir 90 Millionen Euro erkämpft. Aber das Geld kann eben nur der Anfang sein. Es geht darum, konkrete Ideen zu entwickeln und diese vor allem dann auch umzusetzen. Für den Sport vor Ort haben wir Millionen in Berlin erkämpft. Beispielsweise hier für den Sportplatz in Velpke oder auch in Rottorf, in Helmstedt oder auch in Tappenbeck. Hier werden die Sportplätze saniert oder neu gestaltet. Auch für das Freibad hier in Grasleben haben wir Millionen für die Sanierung erkämpft. Denn der Sport vor Ort oder das Ehrenamt brauchen konkrete, bessere Rahmenbedingungen. Und solche Förderung gab es in der Vergangenheit nicht. Da gilt es jetzt hier für unsere Region anzuknüpfen. Auch der Ausbau der digitalen Infrastruktur wird vom Bund gefördert. Das betrifft zum Beispiel den Glasfaserausbau hier im Landkreis Helmstedt oder auch das 5G-Modellprojekt oder die Smart City in Wolfsburg. Mir ist es sehr wichtig, dass wir Menschen, die in der Pflege arbeiten, besser bezahlen und bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Erste Schritte sind gemacht, mehr muss folgen. Das ist für mich eine klare Frage des Respekts. Kinder-, Jugend- und Familienpolitik sind immer auch mein Herzensthema geblieben. Und deswegen ist es unerträglich, in einem
so reichen Land wie Deutschland Kinderarmut zu haben. Deswegen bin ich ganz klar für eine Kindergrundsicherung, die vor allem den Kindern und Familien am meisten hilft, die es auch am dringendsten nötig haben. Ich möchte gerne an die Erfolge für unsere Region und für Sie und euch anknüpfen. Dafür brauche ich eure und ihre Unterstützung bei der Wahl. Herzlichen Dank. Was ist eigentlich drin, wenn man die SPD wählt? Eine Gehaltserhöhung für 10 Millionen Beschäftigte durch 12 Euro Mindestlohn. Bezahlbare Mieten durch 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. 100.000 davon sozial gefördert. Klimaschutz, der auf Innovation setzt, Jobs sichert und neue schafft. Stabile Renten für ein würdevolles Leben. Garantiert.